Was geht, ihr kleinen Streuner? Ich weiß, Bruder, ich bin viel zu spät, ja. Was soll ich machen, Bruder? Ich wollte ein bisschen chillen, dies, das. Ich sag dir ehrlich, alaikum salam. Ich sag dir ehrlich, ich wollte eigentlich gar nicht überhaupt kommen, Bruder. Ich bin todmüde und Halit kommt heute auch nicht, ja. Das ist schon mal vorab gesagt. Der Bruder ist heute auch voll müde. Scheiße. Du hast den Titel Ben geschrieben. Ja, Bruder, ich heiße ja auch Farud Ben. Nicht Farud Ben. Ben. Jirai, Bruder, ich danke dir für dein Abo. Habibi, danke, dass du abonniert hast. Aber ich glaube, ich weiß nicht, ob das heute ein guter Stream wird, Bruder. Also, du kannst es noch zurückziehen. Ich küsse dein Herz. Dankeschön. Und auch Goldeleach. Auch dir, Habibi, vielen Dank, Bruder, jetzt für dein Abo. Alaikum salam, Pablo, wie geht's dir? John und Benim. Nein, Halit kommt nicht. Geh einfach wieder auf. Nee, Bruder, das mache ich nicht. Bruder, gestern war gut. Aber es wurde ein paar Mal reingefehlt. Und davon abgesehen, hat es trotzdem Spaß gemacht. Aber ich habe jetzt mit dem Bruder Sascha und mit dem Bruder Emilito abgemacht. Wir werden ein witziges neues Emote raushauen, ja. Wie läuft Fitness, Bruder? Zurzeit nicht so gut, Alter. Was geht, Tolga? Jano, du bist heute voll leise. Warte, Bruder, ja. Das liegt an diese Voice Meter. Ich habe wieder Mikrofon rumgespielt, ja. Warte. So, Bruder, jetzt müsste es besser sein. Jetzt müsste es besser sein. Cousin, komm, Bruder. Komm, IC auf Metabasis. Ich schwör, ich knall dich ab für gestern, Digga. Du hast gestern reingekackt. Wallah, Bruder. Jafar, Bruder, Jafar, der arme Land, der hat wegen mir Ding bekommen, Land. Um 100 PSC, was ist PSC, Land? Ja, komm, was auch immer das ist. Was geht? Achso, Paysafe Card. Bruder, ich will doch nicht deine Casino-Sucht hier unterstützen. Bist du am Arsch? Sowas mache ich nicht, ich distanziere mich davon. Cousin nimmt dich anders, Hops. Bruder, das kann er gerne machen, aber es gibt ein Problem. Wenn Cousin mich abfuckt, dann werde ich seinen Ruf in der Insel kaputt machen. Und der Bruder weiß das auch. Und wenn er mich noch weiter abfuckt, dann sind für ihn die Grenzen zu in Ulm. Dann hat der Ulm-Verbot. Ganz einfach. Dann kann der Bruder nie wieder mehr nach Ulm kommen. Cousin, ich weiß nicht, ob Jafar kommt. Ja, das wäre eigentlich schon cool, wenn der Bruder kommt. Und du weißt, dass ich dich meta und immer abknalle. So, davon machen wir jetzt einen Screenshot und das schicke ich jetzt Yusuf Habe. Sowas geht hier nicht. Wir dulden hier auf Bande kein Meta. Hashtag Cops. Was geht, Ibrahim Tatlises? Cousin hat schon Bayern-Verbot von mir. Ja, siehst du, Bruder, der Bruder wird bald einfach gar nicht mehr seine Stadt verlassen können. Offiziell, Red Lights sind stärker als Polizisten. Ja, das ist klar, Bruder. Cousinchen, richtig. Cousinchen ist hier. Bruder, ändere doch deinen Namen um in Cousinchen, Mann. Bruder, kommt Halit heute? Nein, leider nicht. Oh, Nejo, Bruder, jetzt, wie geht's dir? Aslanum benim. Farud, der Einzige ohne Schuss komplette Gangs platt macht. Bruder, Muri, du weißt Bescheid, Digga. Wir können nicht schießen. Wir können nicht schießen. Aber, Bruder, wir können diese Filme schieben. Und das reicht auch schon. Wir haben es geschafft, dass einer Ali Mansur untergetaucht ist. Weißt du, was ich meine? Wir haben es geschafft, Bruder. Wir schieben diese Filme. Was bringt mir abknallen, dies, das, wenn wir diese Filme schieben können? Wir können nur große Fresse. Egal, Bruder, egal. Trotzdem haben wir es geschafft. Das ist das Wichtige. Bist du noch gut mit dem Anlagenmechaniker? Nein, Bruder. Er wird auch. Genau dasselbe wird mit ihm passieren. Ich will, dass es so weit geht. Ich schwöre, so wie bei Ali, dass die Leute in Whitelist kommen und sagen, ich will diesen Anlagenmechaniker hops nehmen. Das will ich, Bruder. Das will ich. So, wir ändern auch den Stream-Titel um jetzt. Warte, wir machen das, Bruder. Wir schieben diese Filme. Es gibt nur einen Farud. Farud sucht Anlagenmechaniker.
So, Bruder, wir schieben diese Filme fertig aus, Bruder. Ganz einfach. Ganz einfach. Das sind unsere Filme, Bruder. Wie lange machst du schon BJJ? Boah, gefühlt seit 4, 5, 6 Jahren, Alter. Was geht, Bruder? Halit kommt nicht, nein, nein. Was geht, was geht? Bitte lass Wiederholung drin. Schau mal, Bruderherz, ich wollte Wiederholung drin lassen, aber das Problem ist, wenn im Chat zu viel beleidigt wird, ja. Ihr wisst, ihr dürft, ich muss auch auf diesen Chat Acht geben, okay? Das Problem ist, wenn Leute beleidigen und dies und das, dann muss ich diesen Stream löschen. Es liegt an euch. Wenn ihr euch benimmt, dann kann ich das auch drinnen lassen. Aber wenn nicht, dann muss ich das leider löschen, Bruderherz. Denn ich habe keinen Bock darauf, dass Twitch sagt, so, du kleiner Strolch, du machst jetzt wieder 2 Wochen Sendepause. Deswegen. Bruder, sag den Anlagenmechaniker, meine Toilette ist falsch. Mach ich, Bruderherz. Emir, 141. Alles klar, kein Problem, Bruder. Wer hat noch Probleme mit der Heizung? Heute ist der Bruder King Musti da. Für seine Schwarzarbeit. Wir machen das. Kein Problem, Bruder. Bruder, ich, ja, siehst du. Also, alles gut. Der Ex-Anlagenmechaniker hat wohl die Klosette nicht ordentlich bearbeitet. Ja, Bruder. Was geht, Tyson, Bruder, jetzt? Ja, das tut mir leid, ich übersehe das manchmal, ja. Was ist das für eine Musik, Mann? Bruder, meine Heizung ist verstopft. Kein Problem, kein Problem. Wir sagen, wir machen das später, Bruder, wir schieben die Filme. Was hast du mit Ali Mansour gemacht? Folge dir erst seit 3 Tagen. Ali Mansour war ein hoch angesehener Charakter in der GTA-Szene. Also in Gebande RP, ist er glaube ich immer noch. Aber wir haben aus einem großen Mafia-Boss einfach einen 31er gemacht, ja. Wir haben einfach aus diesem großen Bruder, ich küsse sein Herz, Aladdin TV. Ich liebe dich, Bruderherz, ich schaue auch deine Streams. Aber Bruder, wir mussten dich hops nehmen, es geht nicht anders. Tu ein bisschen Senf auf Heizung, dann funktioniert's. Nejo, nein, nein, wir haben hier einen, wir haben hier einen Schwarzarbeiter. War das nicht... Ja, ist dasselbe, ist das Wasser. Ist das Wasser... Ist dasselbe. Alles gut. Ich brauche neue Fliesen. Können wir machen, Bruder, jetzt. Gar kein Problem. Die können es abspeichern. Es ist ganz okay. Twitch kann es abspeichern. Aber das Problem ist, dass die Leute es nicht wiederholt anschauen und diese Beleidigungen sehen. Von wo trägst du deine Seiten? Ja, ich habe einen Friseur, Habibi. Hamdos und Jano, wie geht's dir? Gestern Warzone war... Bruder, hau ab, Bruder, mit Warzone. Wallah, diese Warzone. Ey, Mame, Bruder, hör auf. Ich hab gestern mit Halit Warzone gespielt. 2 oder 3 Runden, Bruder. Ich lag die ganze Zeit nur. Vergiss es. Vergiss es. Lohnt sich nicht. Wallah, lohnt sich nicht. Enes, freut mich, Bruderherz. Ich bin Fliesenleger. Gar kein Problem. Komm, Gang War. Mit dir spiele ich sowieso kein Gang War mehr, weil du Hacker bist. Du bist Hacker. Das kann auch jeder wissen. Mit sowas spiele ich nicht. Ich hab mit Blocks gespielt. Ich habe mit Blocks Gang War gespielt. Ich hole Maschinenpistole, Modok. Ich laufe um die Ecke. Nicht mal eine Millisekunde. Pat Headshot. Die ganze Zeit. Es lohnt sich nicht. Was machst du heute mit den Albanern? Keine Ahnung, Bruder, jetzt. Wir machen ein bisschen Fitner mit einer irgendwas. Was geht, Musa? Was läuft? FA Sports. Nicht jeder kann... Ich bin total schaden, Digga. Ich bin total schaden bei sowas. Komm, Sims. Nein, nein. Ich würde sagen, wir können langsam ins RP reingehen. Oder wollt ihr noch irgend so ein sinnloses Thema mit mir quatschen? Ich denke nicht. Bruder, Schach kann ich sowieso nicht. Hör mir auf. Grüße aus Bregenz, geht zurück. Jürgen bringt Ulm auf die... Jürgen hat uns nicht aufgebaut, Bruder. Jürgen hat uns gefickt. Mehr nicht. Waalaikum salam. Nein, nein, wir sind nicht alle aus Ulm. Nein, Alessia ist nicht... Hauptsache Alessia geht's gut. Kann er auch baden... Bruder, alles. Er ist dafür zuständig, der Bruder. Glaub mir doch. Hol dir wieder Alessia. Könnten wir machen. Ja, schauen wir mal. Ich würde dann sagen, wir gehen langsam IC, ja. Also beziehungsweise rein in das Game. Oder direkt, wenn du onkommst, gehst du
zu den Heizungsanwesen und drückst Ansage. Natürlich darf der Würfelpack nicht fehlen. Ömsen, Habibi, weil du es gesagt hast, ich küsse dein Herz, danke für deinen 1 Euro. Ich mach das. Gar kein Problem. Machen wir. MG13 hat sich aufgelöst, Bruder. MG31 hat sich aufgelöst, die gibt's nicht mehr. Auch dafür haben wir gesorgt, Bruderherz, dass MG13 weg ist. Wir sind, ich sag doch, Bruderherz, wir können nicht schießen, wir schieben andere Filme. Wir schieben andere Filme, Bruder. Nicht mit uns, Habibi, du weißt doch. So, Bruder. Du machst Ansagen wie ein Flugzeugpilot. Ja, Bruder, genau. So muss das auch sein. Und wieso regnet es jetzt? Machst du im echten Leben auch so viel Fitner? Nein, mach ich nicht. Im echten Leben lohnt sich nicht. Ist Miami Ali? Nein, nein, Miami ist Ali Mansur. Oh, was geht, Nokia? Wir haben nicht... Wir schauen. Wir gehen heute auf spontan rein, ja. Wann wieder mit... Bruderherz, ich weiß nicht, ob Ronny kommt, weil Ronny hat sich vorhin im TS... Der war, glaube ich, ein bisschen zu müde. Ja. Und ich glaube nicht, dass er kommt. Ich bin mir leider nicht 100% sicher. Schauen wir mal. Aha, Alessia Lan? Ah, scheiße, die ist mit jemand. Scheiße, da waren mehrere. Schade. Sidar, Bruder jetzt. Ahu, ich danke dir, Jono, für deinen zweiten Monat. Folgt dir jetzt schon 4 Jahre, seit Tag 1, Hünkar. Krass, ne? Krass, Lan. Krass, Bruderherz. Wie lange du schon am Start bist, Lan. Chat, seid ihr gut drauf oder was? Bruderherz, Dankeschön. Mach du Ding auch Stimmung, Habibi. Vielen Dank. Der Bruder macht einfach Ansage. Passt auf, ich glaube, wir machen das so. Ich werde wieder den Würfelpack Schmutz zusammenkratzen. Und wir werden dann mal gucken, was wir machen. Da. Das ist Jasko. Dankeschön, Habibi, auch dir für dein Abo. Herzlich willkommen. So. Natürlich ist es gerade auch scheiße, dass es regnet. Das kotzt mich gerade an. Ich mag diesen Regen überhaupt nicht. Ich betäube meine Sinne, Köpfe noch Mensch, die Gegend. Mashallah, was geht, Bruder? Was geht? Salam alaikum. Bist du jetzt das? Alaikum salam. Bruder Farhut. Ja. Wieso zeigst du mir mit dem Finger, ja? Ich hab Fenster runter gemacht. Ach so, ey, ich wollte eurer Gruppe beitreten. Ich hab mit Talit schon gesprochen, einmal auf dein Wort warten wir. Boah, Alter, ey, das... Pff, ja, da muss ich erst mal wissen, was für Musik feierst du? Natürlich deine. Ja, das ist schon die richtige Antwort. Dann bist du ja offiziell dabei. Du gehst jetzt zu... Wir sammeln jetzt so viele Leute wie möglich zum Würfelpark. Ja. Ja. Wir gehen gleich die Red Lights besuchen. Ey, die Red Lights haben mich heute gekickt. Ich hab eine Frage. Ja, was ist los? Verkaufst du eine Pistole? Okay. Ja, wie viel willst du die haben? Wie viel? Warte, ich hol meine Kollegin, warte. Okay, Farouk, freut mich, Alter. Ja, gar kein Problem. Ficken wir heute die Red Lights. Diese Handynachricht habe ich in Story markiert. Welche Handy? Welche Handynachricht? Was? Diese Handy? Ach so, ich hab... Ah, da, ich seh's gerade. Update unten Strich Videos. Sorry.
Ahmed! Wa alaikum salam! Ey, da ist er schon! Hier, wir haben jemanden, der verkauft Pistole! Ja, was willst du für die Knarre haben? Hast du Kontrolle da? Wir wollen eine haben, nicht verkaufen! Ja, was willst du für die Herblechen? Toni, steig ein! 3000! Ey, lass mich reden! Wie viel? Was ist los mit dir? 3000, Habibi! Dann fahr mal weiter, Alter. Boah, 3000, Alter. Ja, mal, da hast du zwar mit der Zahl 3 gut getroffen, da ich ja Dreibeiner bin, aber 3000 ist da zu wenig, Alter. Mach dich ab, mein Lieber. Habibi, 3000. Wie viel wollt ihr denn? Corona, aktuell alles Krise, du kennst doch die Lage. Ja, ich weiß, aber immer 3000, Alter, das kann ich nicht machen, Mann. Boah, ich hab Familie, ich hab 30. Du hast Familie und brauchst eine Waffe, um Leute zu killen. Was ist los mit dir? Dann kümmere dich um deine Familie, du Strolch. Habibi, diese Waffe ist nur für Schutz. Ja, man sagt, wenn dann zu Strolch. Euch, ey, hast du ein Problem weg, damit? Natürlich! Aber ey, ruhig! Kennen wir meinen großen Bruder, Erstmal kleiner Bruder, das ist. Ey, lack Haiwan! Ruhig! Ey, Abu, das ist doch Wallah, ganz locker, ganz locker! Das ist lustig, Shit, Pass auf, wir machen das so. Ich geb euch die Waffe umsonst. Okay. Ihr müsst nur eins tun. Ihr steigt jetzt 4 Leute ein in ein Auto, ja? Okay. Fahrt zu der Red Light Crew hin und sagt, ich habe ein neues Haus gekauft und ich möchte gerne, ich brauche einen Anlagenmechaniker, einen Gas-Wasser-Installator. Okay? Du, Wallah, du kriegst die Waffe, pass auf. Du musst da hingehen. Aber das sind auch wieder Lachen garantiert bald. Ja, da passiert. Nee, da passiert nichts. Ihr fragt ja nur ganz höflich. Ihr geht dahin, ihr wisst ja, wo die Red Lights sind, ne? Ja, ich weiß. Okay, da geht ihr hin und fragt danach, ihr sagt, wir brauchen einen Gas-Wasser-Installator. Gas-Wasser-Installator? Richtig. Und wenn ihr das gemacht habt, dann schenke ich euch die Waffe. Okay, aber wo sehen wir uns wieder? Ich komm mit. Aber warte, okay, ich komm im Kofferraum. Ich bin im Kofferraum, warte, okay. Ich komm mit. Ich pack mal ein Auto aus. Ich bin Armin. Alter, wenn die das jetzt machen. Wie geht das hier auf Haut? Bruder, wie geht's? Oh, ja. Wir sind ja voll viele hier, Alter. Das freut mich. Ja, Jungs, ich gehe kurz mit denen mit, damit ich das auch, muss ja hören, ob die da das auch wirklich machen. Und danach würde ich sagen, wir kümmern uns erstmal um die neuen Anziehsachen, weil hör mal, so können wir nicht rumlaufen, wir sind keine Bedienung hier. Ja, okay. Ja, kommt stimmt. Halit heute, Bruder? Halit kommt leider nicht, nee. Nicht? Nee, leider nicht. Achso, dann bin ich. Warte, kannst du uns auch schnell eine geben? Ja, dann müsst ihr aber kurz warten oder warte mal. Ja, komm mit. Ja, Farut, so lange suchen wir den Ferris MC und ficken ihn. Könnt ihr machen, holt euch mal eine Waffe raus. Du musst aussteigen, Bruder. Travis, hol mal eine raus und gib mir die mal. Alexa hat. Nein, Digga, hat sie nicht gemacht. Geht gerade nicht. Habt ihr euer Auto rausgeholt? Ja, hab ich, danke. Nee, ich mein die Jungs da, die Araber. Lan, was machst du? Lan, der Behinder ist ja behindert. Bist du behindert oder Jod? Habt ihr die Waffen rausgeholt? Ja. Oder hast du Toni eine? Warte, ich habe keine vor uns. Okay, hol mal kurz raus. Ja, okay, danke dir. Okay, haben wir jetzt. Ich habe danke dir vor uns. Ich bin jetzt echt gespannt, wie die das so bringen. Yalla! Seid ihr für. Oh, super, das sieht schon mal gut aus. Da geht nein, Habibi. Welches? Kofferraum, Habibi. Hier, okay. Hier in diese Pickup. Ey, aber ihr dürft auf gar keinen Fall verraten, dass ich im Kofferraum bin. Kein Problem, Habibi. Okay. Yalla, dann fahrt mal dahin. Yalla, eben, Habibi. Jetzt bin ich echt gespannt, Digga. Abbas! I win! Abbas! Nein, Mann, warum sollte ich warten? Steck in den Wagen, oder? Kommt hier rein! Gib mal bitte die Route in GPS ein. Warte! Ja, Mann, sag ich dir. Alaikum salam. Lack Faru, Idiot! Lack, ich will schon nicht sterben, ich komm schon auf meinen Tod! Lack Faru, Haiwan! Okay, Haiwan, fahr, warte! Ich bin jetzt echt gespannt. Ey, Jungs, hört ihr mich? Hört ihr mich? Ja. Ihr sagt, ich hab ein neues Haus gekauft, wir suchen einen Gas-Wasser-Installator. Gas-Wasser-Installator, okay. Wallah, was eine Wort. Alles klar, Jungs, komm. Ja, markier mal GPS. Warte. Aber kannst du machen? Warte, wenn ihr das seht, ich weiß jetzt nicht. Ich weiß nur beim Mirror Park. Seht ihr das? Nein. Warte. Warte, ich mach Haiwan. Bezeichne mal bei Karte.
Schau mal, siehst du die Pferderennbahn? Oben rechts, das ist so ein O. Ja. Ja, gleich da ist so eine Garage. Ah, okay. Und ein bisschen weiter nach, ganz leicht nach hinten, da ist gleich das Clubhaus. Alles das klar, ist, dann das ist gleich da. Okay. Euch an. Okay. Gas, Wasser, Installator. Richtig. Okay, okay. Ich bin jetzt echt gespannt, Digga. Oder fahr doch! Na, fahr und? Ja, schon mal kurz die Route reingehen. Wer man sagt, ist ein Funk drinnen? Am Ende wieder alle tot und Farud sagt, er hat gar nichts gemacht. Okay, okay. Sowieso. Ich glaube, das ist unser Tod. Ich vertraue diese Farid nicht, wallah. Warte, da haben wir schon wieder. Ja, ja, ich hab Grafikmod dran. Ich hab mehr Minus an dem Blitzer, als ich verdiene, Alter. Muss jetzt schon grinsen. Okay, Ahmed, du gehst fragen, ich will nicht sterben. Ey, der hat aber gesagt, wichtig, nicht verraten, dass der im Kofferraum ist. Ja, auf gar keinen Fall, auf gar keinen Fall. Warak, was ist los mit dir? Ah, verdammte Scheiße! Verdammte Scheiße, pass doch auf, wie du fährst, Mann! Reihwanat! Kannst kein Auto fahren, oder? Hast du vorher wahrscheinlich ein Auto gewonnen? Warte, was macht der? Sag, was ist los hier? Lass mal nicht durch! Ah, Knieprobleme, verdammte Scheiße. Kannst du nicht fahren? Was ist los? Ist das Problem? Ja. Wallah, Aywanat. Wallah, fahrst du ein verrückter Junge hier, durchgeht. Fahr vor! Wenn die Leute wissen, wie du musst doch dabei. Bruderherz. Weißt du, was mein Ziel ist? Die ganze Stadt. Die ganze Stadt soll da hingehen. Die ganze Stadt. Was geht, Yasin? Ja, mein nix, warum fahren wir nicht in ein Auto? Warum in zwei? Die denken, wir wollen irgendeinen Raub machen oder so. Da sind die. Aber fahrt vor Anwesen. Okay. Fahr vor Anwesen, Junge, Mann. Was machst du hier? Ja, wo ist das Anwesen, verdammte Scheiße? Ich kenn mich nicht. Da, und jetzt links. Da geradeaus. Hier links. Ah, die gehen, glaube ich, gerade eng. Ah, da. Ja, okay, Gas, Wasser, ins Wasser. Redet aber laut. Okay. Oh, jetzt haben die Pech gehabt. Da ist sogar Cousin, Digga. Sag, Ahmad, komm her. Da ist sogar Cousin, Digga. Jetzt wird's eklig. Ahmad. Da ist sogar Cousin, Moruk. Der kommt schon gleich mit Knarre. Wie geht's? Oder? Ja, bestens an euch. Oh, Alhamdulillah. Du, Kutte. Okay, rede normal, okay? Kutte. Was? Nicht du, der andere, der Mann. Ich rede nicht mit Frauen. Hallo, rede normal mit ihm. Ich mag das nicht. Ich wollte mit dir reden, von Mann zu Mann. Ja, jetzt redest du mit keinem Abfahrt. Wie? Ich brauche aber eine Gas-Wasser-Installator. Wer hat das gesagt? Du? Vor mir? Nein! So. So, wer noch? Wer hat noch Bock? Gas-Wasser-Installator, die Firma könnte gewonnen, dass man die Pissköpfe. Alter. Was ist das? Das war bestimmt wieder Fahrgut, Alter. Ja, kleine Kinder. Meine Fresse. Wenn wir woanders abziehen. Mein Gott. Ich hab's gewusst. Wallah, ich hab's gewusst, mein Cousin. Scheiße, Digga, was mach ich jetzt? Der andere haut ab, Digga. Ich muss abhauen, warte. Die ballern die anderen jetzt. Warte, ich muss... Der sieht, wenn ich jetzt aus Kofferraum aussteige, Digga, der sieht mich. Ich kann noch nicht aussteigen aus Kofferraum, warte. Alles gut, Yasin, wie geht's dir? Da sind die anderen, warte. Steig aus, schnell.
Schnell, 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 fahr, fahr, die sind da, die sind da, die sind da, fahr. Fahr rückwärts. Hey, bleib mal stehen. Bleib mal stehen. Bleib mal stehen. Schnell, Bruder, fahr. Bruder, fahr in Gasse oder so. Ey, die verfolgen mich. Bleib stehen oder ich schieße. Bruder, fahr in Gasse. Irgendwo in Gasse oder so. Bruder, ich bin tot. Hey, Farut, bleib mal stehen. Farut, mein Lieber, bleib mal stehen. Wieso kann ich hier nicht schwimmen? Wie tauche ich runter? Wie tauche ich unter? Schnell! Sag mir mal, wie ich untertauche. Ah. Leertaste geht nicht. Die sind da, die sind da. Sag doch mal, wie, ich kann nicht untertauchen. Amenakuim, scheiße. Ich wollte gerade Ding healen, Mann. Scheiße, Digga. Fuck. Ich wollte gerade healen, Bruder, ja. Scheiße, Digga. Oh, Alhamdulillah. Du, gute. Verdammte Scheiße, Farut, Alter. Bitte. Nicht du, der andere, der Mann. Ich rede nicht mit Frauen. Ich wollte das nicht. Ich wollte mit dir. Harun, hol mal die Angel raus, mein ja, Lieber. Ja, jetzt wird's mit keinem Abfahrt. Wie? Ich brauche aber eine Gas-Wasser-Installator. Wer hat das gesagt? Du? Vor mir? Nein, so, wer noch? Wer hat noch Bock? Bruder, wir kommen. Chill doch mal, Bruder. Chill doch mal. Nehmen wir ihn mit? Ja, Alter. Scheiße, Digga. Bruder, ich sag ihm, der soll stehen bleiben, 12 Minuten lang. Der bleibt nicht stehen. Alter. Wie hast du ja geschossen, Bruder? Deswegen hab ich geschossen. Aber warte mal kurz, was ist das, ja? Steig ein, steig ein. Wieso ich mich versteckt hab? Wo hab ich mich versteckt? Ja, Bruder. Cousin, halt kurz die Fresse im Funk, ja? Ja, Bruder, er ist nicht mehr da, ja? Wieso? Ich weiß nicht. Digga, die hatten schon, die hatten recht zu schießen, Digga. Ich bin abgehauen, obwohl nach mehreren Ansagen, ja. Stimmt, Bruder, wir hatten Tech 9 lang. Ja, die Alessia meinte, ich soll mich um die kümmern. Und die sind nicht stehen geblieben, ja? Als ich gesehen habe, dass es faulet ist. Was geht, Onkel Mert? Hab ich aufgehört zu schießen. Ach so, Bruder, ja. Ich dachte, stimmt, du hast Bruder, nicht mehr ich bin so dumm, Digga. Wieso schieße ich nicht mit Tech 9 lang? Ich hab abgehauen, ich hab den in Ruhe gelassen. Ja, ich muss mich dickfett bei dem entschuldigen, ja? Nein, nein, alles gut. Bruder, gegen Red Light hätte ich sowieso keine Chance beim Schießen, Digga, sag ich dir ehrlich. Soll ich dir ehrlich? Ja, leg dem ab, der hat bestimmt hier seinen Privatmedic am Start. Ja. Dankeschön, Krypton. Mach mal Frieden mit denen. Bruder Herz, ich weiß nicht, Alter. Sollen wir mit Red Light Frieden machen? Ich meine, es macht gerade richtig Spaß, so den Ruf. Sei ich dir ehrlich. Ja, siehst du, Bruder, nein. Was für Frieden, Bruderherz. Wir sind noch emotional gekränkt. Wir haben noch nicht genug. Es muss noch mehr Fitner reinkommen. Der liegt da fahrt und flach, ne? Was ist das für eine Musik? Gollum, halt mich doch mal lieber. Was ist das? Sind wir auf Hochzeit oder was? Was ist der Farut? Ja, Bruder, der Farut liegt auf dem Boden, ja. Keiner, der wird gar nicht schon hoch. Eigentlich müssen wir jetzt Dammer ranmachen.
Bruder, ich wollte eigentlich nicht sterben, ja. Farut? Ja, für die Frau. Oder ist es Ferris? Nee, ist nicht Ferris. Ey, ja doch, das können wir machen, Digga. Wir können die Frau entführen, aber wir müssen halt, wir müssen das schlau angeben, Bruder. Es ist nicht so einfach. Aber da können sogar Medics haben mehr zu tun als wir. Ich hab Ferris und Steve vermisst, ne? Was löst Heli? Aber hier liegt. Der lag dort mit. Soll ich Abstimmung machen, Bruder? Brauchst du eigentlich nicht Memo. Das ist, glaube ich, eindeutig. Keiner will Frieden. Also, beziehungsweise wenige wollen, dass ich Frieden hab, aber. Ich denke nicht, Digga. Ja, doch. Doch, da ist einer, ist dort. Halit, Bruder, jetzt. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber MG31 hat sich aufgelöst. Die haben sich aufgelöst, die gibt's nicht mehr seit dieser letzten Aktion. Wir haben auch die rausgeekelt, Bruder. Wir werden jeden auseinandernehmen, ich verspreche es dir, Bruder, jetzt. Ihre Oberteile aus, legen sich aufs Bett, ja. So. Der Herr, wie geht es Ihnen? Alles gut bei Ihnen? Bruder, du fragst ihn, ob es ihm gut geht, Bruder. Sieht aus, wie als hätten die 15 Männer auseinandergenommen, Alter. Ja, den Herrn da liegt, haben wir ja. Action gegen Grüße, klar. Bruder, ich glaube, momentan sowieso sind die stärksten Red Light auf dem Server, ne? Also Red Light ist momentan die stärksten, sind die stärksten. Und ich schau jetzt, Bruder, jetzt. Wir finden schon was. Oder habt ihr ein paar Fitner-Ideen? Was könnten wir machen? Bruder, ich bin nur noch Praktikant. Was könnten wir machen, dass wir so richtig bisschen so... Paco für Werner kommt. Moin, moin. Sayman. Was habt ihr so ein paar Vorschläge? Alessia, entführ Alessia? Das machen wir sowieso. Das sowieso, Bruderherz. Verblutet der sonst, oder wie? Merlin Locke 1, ich danke dir, Habibi, für dein Abo. Grüße gehen raus. Dankeschön, Habibi. Alles klar. Können Halit, Sie kommt vielleicht nicht, ne? Behandeln, den Herrn hier vorne? Der wartet schon eine Weile. Der hier. Ersten hier? Ja. Ja, Bruder, das Problem ist, Kianos will Serious spielen und so. Ja, ich glaube nicht, dass der bei dieser Fitner... Ja, können wir machen, aber... Ja, können Sie einmal auch... Okay, jetzt sehe ich es. Wo sind die Beschwerden, mein Lieber? Onkel Mert, frag mal nach Kostenvoranschlag wegen Heizung. Ja, das hört sich gut an, Bruder. Ich danke dir für die 10 Euro. Aus deinem Willen, ja. Ich hoffe, dir geht's gut, Jono. Vielleicht komme ich gegen Sommer nach Frankfurt, Bruder. Mit Motorrad, dann können wir zusammen ein bisschen cruisen. Ich danke dir, Habibi, für die 10 Euro. Mach Krieg mit OG? Ich glaube nicht. Nee, Halit kommt heute leider nicht. Sind Red Lights Autos an? Das können wir auch machen, Bruder, aber es muss was Krankeres werden. Bezahlen Leute am Würfelpack, dass die immer so an der Türe gehen und Gas, Wasser ins... Das können wir machen. Hört ihr mich alle? Das können wir machen. So wie jetzt gerade eben mit der Waffe, das können wir machen. Jungs, ist hier keiner von euch da? Wir sind leider gerade nur zu zweit. Ja, okay. Der Kollege, als was ich arbeite, ich bin selbstständig. Ein Verband gebe ich dir. Was für ein Verband denn? Nein, OG-Krieg will ich auch nicht. Die Jungs bauen sich gerade auf. Nee, ich bin leider. Wer bist du denn, Bruder? 1, 2, 3? Ups. Wann? Da schau mir den. Alessia, denke ich, also Alessia entführen Leute, und die Leute zum Clubhaus. Amanakodum, warum heilt mich hier keiner? Einmal wieder zurückkommen, bitte. Ja. Ey, was ist denn hier los? Ich sehe den Herrn da nicht. Ah, jetzt. Ich muss mein Geld aufheben. Was hab ich nicht gesehen? Oh, schon wieder Farut, Mann. Aleikum Salam, Bruder, wie geht's dir? Grüße gehen raus nach Izmir. Aber der Farut, der Junge ist. Der Mann ist das Alessia. Klär Alessia wirklich, dass sie dich liebt. Bruder, insgeheime glaube ich auch, dass sie da ein bisschen Gefühle entwickelt hat für den guten Farut und nicht mehr für den Musti. Aber er will das nicht einsehen, Bruder. Er will das nicht einsehen. Der Herr, einmal hinsetzen mit... Oh, Farut, ja. Ey, Bruder, was ist los, Alter? Was machst du? Du wirst mich heute noch öfter hier sehen. Dein Versace-Hemd ist alles schick. Deine Kette... Gib mir das Geld wieder, das war mein Geld. Geh mal weg, jetzt hör mal nicht rum, Junge. Schrei noch einmal und schwöre, du hast keine Zunge mehr, Junge. Wo hast du denn Schmerzen, Farut? An meinem linken Handgelenk. Allerdings habe ich schon öftere Beschwerden am Handgelenk wegen der 19 Karat Uhr. Ah, Gewicht sieht nach unten, sagst du? Richtig. Ah, ich kenne mich aus. Ich habe aus der Kai auch. Ja. Geh zu Alessia und sag wegen gestern. Moment kurz, Farut, ich muss deine. Aber bist du das erste Mal da, ne, Farut? Was für Beschwerden? Oh ja, ich bin das erste Mal, Leute, hier. Okay, willst dann du noch machen? Setzen dich mal drauf, dann behandle ich Ja, die Tagline muss ich gleich weglegen, auf jeden Fall, Abibi. Farut.
Mich. Schreib in live im Raider Gas Wasserinstallator steht zur Verfügung. Ja, Bruder, das ist gut, das ist gut. Das ist gut, weil das ist Werbung. Ja. Du bist dein Nachname nochmal? Dann lege ich mal eine Bandage. Gang Ben, richtig. Gang Ben, ne? Richtig, ja. Linke Hand. Am Bein richtig, ne? Farut war öfter im Krankenhaus als Ärzte. Ja, noch ein kleines Wallah. An wie redest du, Junge? Ja, kein Thema, ich brauch noch einen. Welchen Schulabschluss? An wie redest du? Schreib mal nicht rum. Bevor ja, wir gehen live im Raider. Das ist eine gute Idee. Das ist eine gute Idee. Kleiner, was ist dein Name? Egal, gesegnet. Nee, du bleib mal stehen hier. Okay, bin ich fertig, Medic? Ja, ich geb dir noch ein paar Dings mit, Medikamente mit. Ah, super. Aber nur ein paar. Okay. Ey, kann man hier auch irgendwie so eine Premium-Card anlegen, da ich ja eh des Öfteren jetzt hier bin. Ich bin öfter hier als im Strip-Club. Das muss ich mit meinem Chefarzt besprechen. Beim nächsten Mal kann ich Bescheid sagen. Mach das mal, der Olli. Grüß ihn mal von mir, den Olli. Ja. Mach ich. Alles klar, komm du Streiner, wir hören uns. Okay. Und du vor mir schrei nicht rum, hab ich dir gesagt. Und die Fresse. Wie redest du, als wärst du hier im Zoo? Wallah. Yeah. Oh, ich hab Wind gespürt, da wegen dir. Ey, Farid! Farid, warte, was hat der Kleine wieder gemacht? Farid. Bruder, der ist richtig frech, der beleidigt den Erz die ganze Zeit, du Bastard und so. Fick ihn, komm, Mehmet, du wirst nicht mehr behandelt. Fick den weg, diesen Mehmet, fick den weg. Fick den! Jalla, fick den! Fick den weg, fick ihn weg! Lass ihn da drinne! Fick den weg, lass ihn da drinne! Hey Jungs, der wird. Ey, aha. Lass ihn weg, fick ihn da weg. Lass ihn da drin. Das kann's doch nicht sein, dass er hier die Mediziner beleidigt, Alter. Also ich muss sagen, ich hab ihm einen Stich gegeben. Wie kann der denn reden? Ey, was geht, Jürgen? Gut, mein Bruder, bei dir ich hab ihm kurz einen Stich gegeben wie in Europa. Bulgarisch-Stein. Ja, Mann. Ey, Scheiße, Alter. Bleib stehen. Aha. Bleib stehen, komm her. Aha. Oder die drehen alle wieder am Rad, diese. Ey, Junge, ja. Walla, immer diese weißen Leute und diese OG-Leute. Jürgen. Fuck down. Du hast es gesehen. Hat die alle gefickt. Fuck down, hat sie alle gefickt. So, ich gehe jetzt ganz kurz zum Live-Invader. Ich muss eine Anzeige freischalten. Anzeige freischalten? Na, dann bin ich mal gespannt. Ahmed, wo bist du? Nee, wegen. Ja, du kannst. Komm, Jürgen, lass zusammenfahren mit deinem Lambo dahin. Komm. Wie ist die Cousine? Ja, viel zu tun, ja. Abdallah, wo bist du? Ah, Leute, nicht hier, man, die Boxen. Wieder? Die Boxen, ey. Der Herr im Schwarzen, bitte raus. Okay, wo ist... Abdallah, wo bist du? Sofort raus hier, ja? Was macht denn hier Stress, ja? Ja, Digga. Komm doch raus, was flüchtest du hier? Willst du mich verarschen, oder was? Ey, Antoine! Wo bist du? Willst du mich verarschen? Antoine! Ey, Farid. Bruder, warte, Schreib dir mal meine Nummer auf, lass mal später telefonieren, lass Ding machen, Staatsbank. Warte, ich hab heute dreimal die Bank gemacht, einmal über dir. Krass, Alter. Schreib mal meine Nummer auf. Warte, sag, Bruder. 857. Ja. Strich 3525. Ey, Farid, wär's okay, wenn ich dabei bin? Ja, auf jeden Fall, je mehr, Alter, desto besser. Dann okay. Fahr mit denen, alles klar, ich block diese ganze Sache, Staatsbank. Jalla. Okay, alles klar. Okay, wir sehen uns, Farid. Ja, alles klar. Ey, warte, hey, ich fahr mit euch. Komm. Fahr kurz zu Life Invader. Ist ganz wichtig, wir müssen was machen. Ich bin kurz am Handy, Jungs, ich bin gleich bei euch. Okay, was sollen wir bei Life Invader schreiben? Irgendwas mit Gas, Wasser, schreib mal rein. Farut sucht Gas, Wasser, Installator oder Red Lights bieten jetzt auch Gas, Wasser, Installation an oder irgendwie sowas. Haut kurz was rein, ich geh kurz aufs Klo, ich bin gleich da. Ja, mach dir das fertig, ich tu mein Baby von einstellen, oder? Ja.
So, was habt ihr alles jetzt aufgeschrieben, hä? Hey Antoine! Der füttert gerade das Gehörst, ihr kennt. Achso, okay, ich bin oben. Ich mach dann kurz eine Werbung. Gaswasserinstallation nur bei Red Light steuerfrei. Wenn Sie Gaswasserinstallator suchen, sind wir als Red Light Crew für euch da. Hört sich auch nicht schlecht an. Warte, warte, ich muss mal gucken. Wie wär's mit Probleme bei der Heizung? Warte. Warte. Boah, lass mich kurz überlegen. Probleme mit der Heizung. Musto wird vorbeikommen. Hashtag Redlight Crew. So noch eine Line. Probleme mit der Heizung. Redlight Crew wird vorbeikommen. Redlights verlegen Billigrohre. Nee, das ist keine Anzeige. Wir müssen eine Werbung machen, weil wir dürfen keinen. Keinen Scheiß reinschreiben. Es muss eine Werbung sein. Klemmt die Heizung wieder, ruft den Toni. Nein, klemmt die Heizung. Nein, es muss auch ein kleiner Reim sein, Digga. Klempner und günstiger Installatoren gesucht. Redlight ist die Crew. Mele, dankeschön, Habibi, für deine 100 Bits. Los Santos erweitert ihre Dienstleistung. Redlight bietet Gaswasserinstallation. Schwer. Klemmt die Heizung wieder sehr. Ruft den Toni einfach her. Das ist geil, Digga. Das ist geil. Das gefällt mir. Klemmt die Heizung wieder sehr. Ruft die Redlights einfach her. Wir bieten auch Rohrverlegung an. So, irgendwie so. Das ist gut. Das gefällt mir. Warte. Klemmt die Heizung wieder sehr. Ruft die. Sollen wir die Redlight? Die Redlight oder Musto? Also persönlich. Musto, ne? Musto. Klemmt die Heizung wieder sehr. Ruft den Musto wieder her. Warte. Gaswasser Installator für wenig Geld. So machen wir das, oder? Passt doch? Hast du Gas- und Wasserschaden, musst du von den Redlights fragen. Boah, das ist auch nicht schlecht. Diva, dankeschön für deinen Euro. Warte, wir machen es erst so und danach das. Wir machen erst so und danach mit Redlights, okay. Also, klemmt die Heizung wieder sehr, ruft den Musto wieder her. Gas-Wasser-Installator für wenig Geld. Seine Nummer noch? Nein, das ist Gas. Oh, Gas schreibt man mit einem A, stimmt. So. Das hauen wir jetzt als erstes raus. Sauberking, dankeschön für deinen zweiten Monat, Habibi. Ich küsse dein Herz. So. Klemmt die Heizung wieder sehr, ruft den Musto wieder her. Gas-Wasser-Installation für wenig Geld. Alter, warum ist das da unten, Digga? Egal, die anderen sehen das gescheit. So, jetzt müssen wir kurz eine Minute warten. Soll ich jetzt schon abhauen? Meinst du? Ja, okay, ich renne lieber weg, hast recht, Digga. Aber wir machen später nochmal das andere. Okay, fahr, Bruder, fahr. Ich hab's bei Keanu gesehen. Wann soll ich fahren? Wir warten jetzt auf Jürgen, bis er die Sachen da besorgt. Fahr am besten, keine Ahnung, ins Krankenhaus oder so.
Keiner, doch natürlich kennen die Musto, Digga. Musto ist Präsident von Red Lights, klar kennen die den. Red Light Crew, Kürzel für Rohrfälle. Achso, Rohrleitung Crew. Ja man, das ist auch nicht schlecht. Ey, wusstest du für was RLC steht? Ein was? RLC. Keine Ahnung. Warte. Jungs, hier bei mir stehen zwei Cops im Auto, alleine. Beim Medic. Ja, Jürgen. Der Ohr hat der Bastard, der hat sogar unser Lager gefickt. Nein. Ja, Bruder, ich hab keinen Laptop mehr, ich hab keine Zündschuhe. Ja, ja, nur ich zu zweit, TNT mehr. Ey, Farod. Kannst du die nicht schwarz besorgen? Also, Jungs. Wo beim Medic? Ah, scheiße, Alter. Aber Bruder, der hat alles abgegeben. Da hinten. So ein Bastard, Alter. Wallah, das ist okay, der größte Kriminelle hier in der Stadt. Ja, man hat schon Millionen geklaut, der Mixer. So ein Bastard. Ich schlaf meine Mutter, Alter. Ich hab direkt geguckt. Okay, Bruder. Hey, Bruder, ich muss aufsteigen. Aussteigen und Hände. Komm, Krankenhaus, bisschen weiter oben, schnell. Zack, zack, oder das Knall. Er funkt. Nein, knallt die nicht ab. Du steigst aus. Hat der gerade gefunkt? Deine hintere, oh nicht die Dame, nicht die Dame, oh mein Gott. Wallah, die hat gefunkt. Die haben beide gefunkt, die haben alle gefunkt. Die Dame hat nicht, nee, nicht. Fahr schnell, fahr Bruder, fahr. Fahr weg. Wallah, wieso fällen diese Bullen so rein, Digga, ja? Lass doch einfach dich hops nehmen, Mann. Ja, die regen mich auch langsam auf, ja. Ich schwör sogar, da, Digga, Waffe, aber die funken durch und steigen nicht mal aus. Wenn ich telefoniere, ja, das, warte, das liegt daran, ich zeig das dir jetzt. Machen wir 40%, dann ist besser. Ja, Bruder, alle haben Waffe, die funken. Was soll ich machen, Bruder, jetzt? Tech-9 ist nicht weg, Bruder. Ich habe meine Tech-9. Aber ich tue sie, glaube ich, besser einladen, hast recht. Ja, fahr mal Würfelpack, so auf unauffällig und... Ey, Antoine, wo bist du? Du hast gerade wieder alles verpasst, Alter. Entschuldigung, gerade mein Baby von da. Ey, Bruder, wir haben gerade Polizeiauto zum Stehenbleiben gebracht. Also, beziehungsweise haben da Ring. Und wir zielen mit Waffe und die funken durch, diese Trottel. Genau, ich hab auch gerade einen Geisel im Juwelier, die haben die Geisel erschossen. Warte, das ist FIB, Jungs. Ich pack kurz meine Tech-9 weg. Drei FIB, Leute. Ich pack meine Waffe hier ein, Bruder. Okay. Kann ich mir auch die geben, weiß ich mein. Ich gar kein Problem. Ja, was jetzt der Plan, ey? Ja, wir brauchen zwei Cops für Ding, Tyson und Fahrrad. Fahrrad, was ist los? Bruder, wir wollten gerade Cops. Nein, alles gut. Wir wollten zwei Cops hops nehmen, aber die haben gefunkt, diese Kelps. Ich pack kurz das Auto ein, warte. Hallo. Ich bin gleich bei dir. Okay, dann nicht. Was geht? Ah, ich auch. Mach dich ab, ja, kannst nicht mehr Auto fahren. Fahrrad fahren, dann Sicherheitsdienst. Tut er mich hier. Das hab ich auch gewusst, Alter. Ich kenn dich mit meiner bessere Hosentasche, Alter. Aha! So, reicht jetzt. Ja, okay. Ja, Massenschlägerei. Oh yeah, jetzt bin ich. Ja, moin. Warum schlägst du mich ja, auf? Da, ey, was habt ihr gemacht? Was habt ihr gemacht? Warum liegt die? Wer hat was gemacht? Warte, ich helfe hier, warte. Ey Jungs, das arme Mädchen, Alter, das könnt ihr doch nicht machen, Alter, die Arme. Junge, Alter. Steig auf. Ah ja, warte. Kannst du hier einsteigen? Komm drauf, Faro. Ey, ich komm gleich, spiel kurz Krankenhaus. Alter, wie die gerade umgekippt ist, ne? Ujo. Ey Jungs, das ist FIB waren. Medic! Oberarzt, hey. Mal wieder.
Cousin, wie es geht? Ey, Cousin, Joffa! Ey, Bruder, ich hab Probleme, ja? Warte, Bruder, bleib bei mir, wir machen das gleich. Medic, ich hab hier was. Die Dame. Einmal in die Behandlung. Ich geh mal Olli erstmal eine Klatsche. Ja, das passiert mit Frauen, wenn ich auf Viagra bin. Sie liegen, alle tot. Joffa, bleib bei mir, Bruder. Bruder, die haben mich weggeschickt von Chapter, ja? Wallah! Die Wichser, ja, Mann. Die haben mein Herz gebrochen. Scheiße, Joffa, Bruder. Die haben gesagt, verpiss dich von Chapter, haben die gesagt zu mir. Wallah, dein Ernst? Wallah, dieser Luis, dieser Wichser, den ficken Alter. Wir noch. Lass die Red Lights ficken, Bruder, du armer Alter. Wallah, du warst Vizepräsident, was ist geworden? Das tut mir gerade weh, Alter. Ja, guck mal, jetzt habe ich geile Klamotten. Danke für deine Unterstützung übrigens, ja? Bruder, Wallah, was ist passiert, Mann? Einfach scheiße, Alter. Ja, die haben gesagt, mach dich ab hier, haben die zu mir gesagt, Alter. Ich so, ey, lass mich doch noch kurz Hallo sagen. Die so, nein, mach dich ab hier, verpiss dich, Jaffa. Scheiße, ich gesagt, okay, Alter. Ihr wollt es nicht anders. Jaffa, du bist jetzt einer von uns, Alter. Scheiß drauf, wir ficken die Red Light. Aber Cousin, glaub mir, ich kann nicht. Mein Herz ist gebrochen. Da brauchst ich will die aber schon. Wir nehmen die Hops, Bruder. Da brauchst du dir keinen Kopf zu machen. Wir machen das schon. Aber du warst gestern für mich da und dann machen wir das auch. Alles gut. Ich danke dir, mein Freund. Was ist denn mit den Jungs hier neben dir? Wer sind die? Sind die deine Beschützer, deine Bodyguards? Sauberking, Bruderherz, ich danke dir für dein Abo. Bodyguard. Ich küsse dein Herz. Dankeschön, Habibi. Vielen lieben Dank. Okay. Ich bin sein Bodyguard. Wer bist du? Bartolo. Bruder, Bartolo. Ja, das passt. Das ist ein Bodyguard von mir. Du musst ihm mal eine neue Jacke kaufen. Ja, was ist das? Guck mal, der hat Löcher. Palm Angels. Okay. Palm Angels mit Löchern. Ja, einmal bitte die Leute, die nicht hier haben, einmal bitte raus hier. Was ist los, Faru? Alter, ja, was soll ich sagen? Ich habe eine Anzeige rausgehauen. Ja. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast bei Live im Vader. Ja, wir haben das gesehen. Nee, sag nicht, du warst das, Alter. Ihr habt ihr das gesehen? Sonst, oder? Ja. Warte, was stand da nochmal drin? Irgend so ein Reim, glaube ich. Falls ihr einen Sanitäter braucht, irgendwie melden. Jawohl. Nee, da war... Was für Sanitäter? Ja, anderen Mechaniker. Oder? Was stand noch mal kurz drin? Probleme mit Gas, Wasser oder Scheiße, Musto kommt und er macht es heile. Ja, aber stell dir vor, mein Freund, das ist nicht abgeschlossen gut. Und danach das fährt irgendeiner gut. Damit weg. Ich will dir doch nur helfen. Ja. Jaffa, komm, Bruder. Ja. Die Truppe ist stabil. Okay, ich komme. Also, ich verstehe jetzt. Alles klar. Ja, kein Problem. Ich helfe gerne den Staat. Fahrrad, aber ich habe keine Waffe, ja. Ja, Mann, danke. Ich machen wir alles jetzt eins nach dem anderen. Fahren wir mal kurz Würfelpark-Garage, Alter. Kann mich jemand tragen? Ich will nicht so viel Beine trainieren. Komm. Ja, Cousin, ich habe dicke Audi hier, komm. Wo ist mein Auto? Oho. Lässt du das VOD drin? Ja, Bruder, wenn nicht beleidigt wird und so dies, das und der Chat so anständig ist, dann kann ich das schon drin lassen, ja. Was geht, Shahin? Klemmt die Heizung sehr? Ja, irgendwie sowas. Geht's dir gut? Ja, alles gut. Genau, Momo, so war das. Muss ab morgen wieder arbeiten. Ah, scheiße, Bruder, gute Besserung. Wann ist er mit Angriff? Da ist King Musti, Genau bei Heizungsfragen musst du Abi fragen. Bruderherz, es tut mir leid, aber... Du hast dir diesen Krieg ausgesucht. Ich wollte es nicht, aber... Was hast du denn jetzt schon wieder vor? Aber du hast meinen Cousin Jaffa geblattoutet. Jetzt habe ich keine Brüder mehr. Alles gut. Jaffa, du hast doch uns, Mann. Was für Brüder. Die Scheiß auf die Red Lights. Ja, Mann, die haben mein Herz gefickt heute schon wieder, ja. Farud. Alter, ich fick diesen Luis. Das war nicht Jaffa, das ist dieser Typ da. Hallo, Farud. Achso, was geht? Ey, bist du von Schatten? Nein. Ich bin ein Mechaniker. Achso, du bist Mechaniker. Hast du kurz eine Minute? Ja, klar. Komm mal kurz. Hey Jungs, wie heißt ihr, ja? Wie geht's dir? Ja, mir geht's ganz gut. Wie geht's dir?
Alhamdulillah, auch gut. Ey, ich will es kurz machen. Ich habe gehört, ich wusste gar nicht, dass sowas geht, aber ich habe gehört, du kaufst Autos an vom Staat, also Dienstfahrzeuge. Hä, wie meinst du? Keine Ahnung, ich habe gehört, dass du oder Leute von dir sowas gerne machen, also gerne solche Dienstfahrzeuge kaufen. Mit was meinst du mit Dienstfahrzeuge? Ja, Fahrzeuge von, warte mal, hört uns auch keiner, ne? Von MD, PD. Nee, also abgelegene Fahrzeuge halt, ne? Nee, das stimmt nicht, Alter. Da weiß ich jetzt nicht, wer das gesagt hat, aber ich habe damit gar nichts zu tun. Na, okay. Alles klar. Wollte nur fragen, alles gut. Okay, Mann, kein Problem. Ja, danke dir. Kein Problem, hau rein. Der hier. Ja, Jungs. Wie heißt der denn? Wisst ihr, wofür RLC steht? Jetzt ja. Sag, Bruder. Was war's nochmal, Chat? Ich hab's vergessen. Red Light, ja. Yeah. Nee, das heißt, Rohrleger Crew. Ja, die haben auch den Namen bewusst gewählt. Rohrleger Crew. Ja. Warum? Ja, das ist dieser Mann hier, er sagt deine rechte Hand. Ja, das ist mein Bodyguard, das ist Vartolo. Okay. Bruder, hallo Vartolo, grüß dich, mein Freund. Wie geht's Polizei dir? Hatte King Musti, komm, hatte online, hatte, komm. Ich hab voll Angst vor dir, Alter, du guckst so böse, ja, Mann. Komm gleich rein. Warum guckst du immer so aggressiv? Machst du nicht, der? Guck mal, der hat immer Helm an. Wer ist das? Bin eben auf, scheiß drauf, Bruder, yalla, rein, komm. Ich bin Obito. Ach, freut mich. Okay. Der Einzige, der sehr mysteriös ist, könnte sein, ich muss sagen, der hier, der mit Maske, der ist sehr professionell. Der verrät seinen Namen. Ja, der verratet nicht viel, das ist... Ich dachte, du bist... Nee, du bist professionell. Person, ich finde das gut, wie du das machst, ehrlich. Ja, danke dir. Wie ist dein Name, wenn ich frage? Komm, wir gehen in die Ecke, dann sag ihn leise, damit nicht jeder hört deinen Namen. Wie heißt du, Bruder? Tony? Oh, sorry, ich hab aus Versehen wiederholt. Ich bin Jafar Tony, ja, freut mich. Eine Waffe? Nein. Ich zahl gut. Ja, 20.000. Na, 20.000 ist zu viel. Ist doch gut. Ich zahl die AK. Willst du eine Waffe? Willst du eine Waffe umsonst? Ja, bitte, Wallah, ja. Dann musst du zu. Weißt du, RLC. Kennst du RLC? Was soll ich da? Kennst du die RLC? Nein, kenne ich nicht. Die Rohrleger Crew, aka Red Light Crew. Ich geb dir, ach so, ja. Ja, da musst du hochgehen und denen sagen, dass du einen Gaswasserinstallator suchst. Dann kriegst du eine Waffe von mir. Gaswasserinstallator? Ja, richtig. Ja, fahr mich dahin. Okay, komm. Komm, Jungs. Aber wie die Kleine mich auf, Alter. Nein, Bruder, das passt schon. Das passt schon. Nein, lass mal. Bist du nicht gerade im Krankenhaus aufgewacht? Ja, okay, dann geh du alleine hin. Geh alleine hin. Ist das Silvester oder? Ey, Bruder, komm, geh da jetzt hin, dann kriegst du eine Waffe geschenkt von mir. Ja, komm, du fährst mich da hin, was? Ich geh da hin. Ist das dein Ernst? Ja, aber Alter, wenn die mich abknallen, dann ist scheiße, weißt du? Ich knall mich doch auch ab, wenn die dich abknallen. Ich geh Kofferraum. Ja, ich geh Kofferraum, komm mit. Ich sag, komm mit. Ja, komm. Oder. Aber gib mal eine Waffe, damit ich mich wehren kann. Was willst du nicht wehren, Alter? Das sind sowieso 30 Mann. Glaub mir, ich bin Hitman. Sein Vater. Farut. Ja? Ich geb die 8 Grad für eine Pistole. Hast du nicht das große Ding? Nee, das hab ich nicht dabei. Sicher? Ja. Komm, einmal gehen wir noch hin, Bruder. Und dann war's das. Dann machen wir was. Dann starten wir was. Ey, 8 Grad. Warte, steig kurz aus, Vartolo. Ich muss kurz in den Kofferraum. Ja, aber gib mal eine Nummer von dir, dann kaufe ich dir die ab gleich, wenn irgendwas passieren sollte. Nee, ich geb dir die Waffe nicht jetzt, weil sonst kannst du ja vielleicht, weißt du, wenn du abgeknallt wirst. Ja, aber danach, wenn ich abgeknallt werde. Kann ich hier kurz ran? Ja, danach. Danach kriegst du die Waffe. Travis Farmer. Ich hab die Tech-9 schon weggepackt. Du verarsch mich doch nur, Farut. Nein, Mann, das mach ich nicht. Keine Sorge. Ich hab Bock einfach auf diese. Okay. Ja, aber du musst, wenn du dort bist, laut reden, hast du verstanden? Ja, aber hör mal zu jetzt. Gehen wir eigentlich dann? Ja, was? Ich will eine Waffe kaufen, Mann. Ja, Bruder, ich geb dir doch danach eine Waffe. Du verarschst mich, Alter. Nein, Wallah, ich geb dir Waffe. Ich geb dir echt Waffe. Du hast mein Wort. Ich hab Wallah gesagt.
Okay. Weißt du, was, du sagen musst? Ja. Du musst dann gehen. Gaswasserinstallateur. Genau, du musst das sagen. ich sag, ich hab Probleme mit der Heizung. Da muss eine Wartungsarbeit gemacht werden. Sag ja, so. Okay. Sag so. Markiert mal, markiert mal. GPS. Der nächste Mucke fickt. Ich hoffe, Kusek ist nicht da. Wenn Kusek da ist, dann ist wieder Feierabend. Finde ich dich wieder. Warum? Ich bin immer am Würfelpack. Na, gib mal deine Nummer. Hey, Alter, du kleiner Sträuchmann. Ich lösche sie auch wieder. 8857, 857. Warte. Lack, fahr gescheit. Markiert mal, ich weiß nicht, wo es ist. 8857? 857. Ach so. 857. Minus 3525. Minus 3525. Toni, steig mal ein, Toni. Los, Jungs, yalla, kommt jetzt. Farut, ich weiß nicht, wo es ist, markier mal. Ich kann, das ist bei der Pferderennbahn, oben bei der Garage. Okay. Bruder, King Musti. Vorhin sind wir da hingegangen, ich habe nochmal zwei Leute dahin geschickt. Der Cousin hat die direkt abgeknallt. Ja. Ja, okay. Ey, wohin gehst du, Mann? Du fickst dich wieder, Alter. Wallah, Bruder, steig mal aus. Jetzt Kopfschmerzen sein Vater, jo. Komm her, steig ins Auto. Schau, hier ist das. Siehst du? Komm. Okay, jetzt steig kurz alle aus, dass ich in den Kofferraum gehen kann. Kofferraum. Stell dir mal vor, Bruder, die ballern so extrem, bis du da, bis die Wagen explodiert. Nein, da passiert nichts. Jungs, bin gleich IC. Ade, wir warten auf dich. Ende mal die Aussicht, ich kann nicht. Los, ja? Ich kann nur so machen. Ich kann nur so was machen, Bruder. Das ist, weil ich im Kofferraum bin, weißt du? Eine Drive-By und so, weißt du? Ich kann nicht die Ansicht ändern, Bruder. Ich kann nicht. Nee, es geht so, nur so. Ich bin vorne, im Kofferraum. Patsch, ne? Patsch. Allein schon das ist gut. Ich hab schon, es geht nicht, Jungs, vertraut mir. Ich weiß doch, ob ich Ansicht ändern kann oder nicht. Ich weiß doch, Bruder. Schaut mal, wenn ich V drück, seht ihr, es ändert sich nichts. Ah, doch, Lam, tatsächlich. Stecker. Aber ich kann... Hey, hallo und schönen guten Tag, die Herren. Schönen guten Abend. Ihr fickt die weg, die dürfen da nicht hin. Geht die weg, ficken. Ey, Jungs. Ich such eine Gaswasserinstallateur. Ja, hier war eine Wartungsarbeit. Scheiße. Los! Bruder, was ist passiert? Ich konnte nicht viel sehen! Die haben eine Nacht gestaltet. Scheiße, Alter! Hey, Scheiße! Da können wir leider nichts machen, Alter! Da ist der Bruder jetzt halt leider weg! Fahr mal zum Würfelpark! Der arme Digga. Ich seh nur noch, wie da so Schüsse fallen, so grad noch so. Oh, Scheiße, Digga. Oh, Scheiße.
Nochmal Werbung, sollen wir nochmal Werbung machen? Ey, Bartolo. Ja? Was ist passiert, Bruder? Er wurde abgeknallt, ja. Er hat gefragt nach Gas, Wasser. Okay, komm, Bruder, wir haben etwas zu tun. Und wie ist was? Bruder, war alles gut. Komm, steig ein. Wir haben was zu Wichtiges zu tun. Hey, du Streuner, wenn du noch einmal in mein Auto anfährst, dann knall ich dich ab, Alter. Hast du verstanden? Yo, Homie, chill, man. Gib mal einen Live-Invader ein. Warte. Warte, Bruder, da hat vorhin einer... Du willst sie echt tot abfacken, ne? Bruder, das muss jetzt halt leider sein. Da können wir nichts machen. Warte, nicht zu dritt? Schick mal einen, der soll Ausbildung fragen. Wo ist der, ja, Mann, das ist auch nicht schlecht. Das ist auch nicht schlecht. Der ist leider, Der ist leider abgeknallt worden. Ja, da haben wir die abgefuckt und Profit gemacht. Also, was heißt Profit? Kein Minus gemacht. Ja. So, warte. Sollen wir dann instant abhauen, oder was? Ja, yeah, wir hauen gleich ab, warte, am besten. Ja, okay, warte, dann einer... setze ich mich in. Ja, sehr, setze ich als Fahrer, okay. So. Warte, ich weiß, was der eine Bruder geschrieben hat, wir machen das. Mach Werbung für Ausbildung. Bruder, schau mal, warte, da hat einer was Wichtiges geschrieben. Wir machen das. Alle anderen sind Kopien und ich bin der allererste Albaner. Musst du schreiben. Was geht? Ach, was wollt ihr auch Werbung machen? Wir machen auch Werbung. Was wollt ihr machen? Alaikum salam, Bruder. Aber du darfst keine Sanko sagen. Schau mal, mach Ding, mach, warte. Entscheidet ihr, Bruder. Warte. Entweder wir machen Werbung für Ausbildung oder wir machen eine, einen Rhyme. Hast du Gas- und Wasserschaden, musst du von den Red Lights fragen. Nein, hast du Gas und Wasserschaden, musst du rufen, musst du von Laden, Red Light Laden. Jaffa, bitte halt deine Fresse, Wallah, du bist nicht mein Cousin, Alter, was ist das für Raplines? Entschuldigung, Cousin, ja, das ist nicht mein Beruf. Mach Ausbildung. Soll ich machen, hallo, hier ist Jaffa und sucht einen neuen Job bei einem. Hast du Gas und Wasserschaden, musst die von den Red Lights fragen. Ja, das denke ich mir auch, Divan. Ich danke dir für deinen Euro, Bruder. Ja, mach Ding. Entweder hast du Gas- und Wasserschaden, musst du von den Red Lights fragen. Oder mach, suche Ausbildung zu Anlagenmechaniker. Nee, das geht nicht, warte. Red Light Crew. Nein, RLC. In Klammer, Rohrleger-Crew sucht Ausbilder für das Jahr 2021. Mach das. Ja, Toni, mach das einfach. Komm, das andere machen wir später. Warte, wenn du willst. Ja, okay, wieder. Machst du? Mach RLC, also RLC groß. Und dann, RLC. Und dann in Klammer. Wir wollten, dass ich meinen Cousin umbringe. Rohrleger-Crew. Klammer zu, sucht Ausbilder für das Jahr 2021. Mach das, das ist gut. Ja, okay, aber nur das. Das ist nicht so, wir können auch was draufpacken, damit sie noch... Ey, pack doch, musst du's Nummer noch behalten? Nee, nicht die Nummer, nicht die Wolltest Nummer. Wolltest du schon immer Mercedes fahren? Bewirb dich bei RLC, die Busfahrerverein. Also, warte, du hast jetzt RLC, Rohrleger Crew, sucht Auszubildende, Auszubildende für das Jahr 2021. Bewirbt euch jetzt unter der Nummer und dann gibst du die Hose die Nummer raus. Gibst du von den Albaner? Ja, von Toni. Also von Musto, warte. Von Musto meinst du? Warte, ja, warte. Was ist die Nummer von dem? Okay, ich hab die Nummer.
Walter, sagst du die Nummer? Okay, merk, ich sag's dir schnell, schreib auf. Ja, was sagst du? 418 minus 1615. Ey, ey, Bruder, ich melde mich gleich bei dir. Schnell, schnell, schreib auf, schnell, schreib auf. Okay, ich hab aufgeschrieben. Okay, schick ab, schick ab. Ey, Cousin, meinst du, ich Red kann Light den... Crew, Rohrleger Crew, sucht Auszubildende für das Jahr 2000, bewirkt euch. Stell weg, Bruder. Toni, der einzig wahre Albaner. Das werden wir noch machen, Toni. Wo ist Ausgang? Aber ich bin komm, nicht. Was sagst du? Mein Onkel ist hier, aber gerade. Ja? Was ist dein Onkel? Hey, Bruder, was geht? Hey, was nichts, was geht bei dir, Bruder? Nichts, Du, ich hab mal eine Frage. Ja, bitte. Diese Nachricht, wo gerade aufgekommen bist. Ja. Hast du damit was zu tun? Boah, nee, Bruder, was denn für eine Nachricht? Was ist passiert, Alter? Hey, wir suchen anscheinend irgendwelche Azubis. Was für eine Nachricht? Hä, was für Azubis? Achso. Ich frag dich ganz normal, sag einfach, kommt es von dir oder nicht? Nee, Bruder, ich hab damit nichts zu tun. Sicher? Ja, ja, immer, ich würde doch sowas nicht machen, Alter. Wir sind doch jetzt cool mit Red Light. Echt? Ja, ja, wir sind cool, Alter. Okay, alles klar. Okay, hau rein, Mann, ciao, ciao. Ey, die suchen gerade, die fragen schon nach, ob das von uns kommt, die Nachricht. Die werden jetzt alle Toni anrufen und fragen, ich will Ausbildung machen als Anlagenmechaniker. Ey, soll ich mal anrufen? Ja, ruf mal an, bitte. Okay, warte. Sollen wir einfach rumfahren? Eigentlich kannst du hier bleiben, Bruder. Da wollte sowieso einer jetzt kommen mit... Kannst du mir die Nummer sagen? Bruder, kann ich auch irgendwie die Nummer schauen? Weil ich kann nur die Nummer sehen, wenn ich anrufe. Warte. Ja. Ja, bei Kontakt oder nicht? Ja, wenn ich Kontakte reingehe und auf seine Nummer, ja, da steht sie nicht. Da kannst du ja den Kontakt, sag ich mal, bearbeiten, dann siehst du die ja. Ja, ja, genau. RLC, warte. Findest du die beim Holzsammeln. Warte. Also ich gehe auf seinen Namen. Ja, ja. Bearbeiten. Farut. Warte, warte, Bruder, ich muss kurz was gucken. Also, bitte mich. Bei Kontakt oder bei Phone? Anrufen. Bei Kontakt oder bei Phone? Die Nummer und ich rufe Kontakte. An, frage, ich suche Arbeit als Bruder, und Holzsammler. Ich weiß nicht, ja, der geht bei mir direkt auf SMS. Nein, Bruder, aber ich... Egal, ruf an und sag schnell. Ich weiß, woran das liegt, aber du machst das ja anders, ne? Ach so, seriös, die Leute gehen da hin mit Anzug und sagen, wir wollen euch Geschäfte machen, wir bauen Haus. Oder machst du das mit Touch? Ja, Mann, das ist auch nicht schlecht. Der nennt sich Rohrleger. Ich hab Touch. Ach so, Rechtsklick. Nee, dann kann er nicht sein. Da kannst du okay, mal warte, lange warte. Gedrückt draufhalten. Toni, bist du guter warte. Fahrer? Ah, okay, 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 ich hab's. Okay, hast du die Nummer? Schreib auf. Sag. 418 minus 1615. Ruf mal an und sag, ja, ich möchte. Warte, mich ruft deiner an, warte, ruf noch nicht an. Ja, Farut, Gangben hier. Jo, Farut, Bruder, ich bin im Krankenhaus gebracht worden, ja. Okay, komm zum Würfelpark oben. Ja, ich komm. Ciao. Yalla. Okay, ruf an. Und frag. Was soll ich sagen? Sag so, ja, ich möchte mich gerne bewerben für das Jahr 2021. Ey, da sind die unten, guck mal da unten, guck mal da unten. Okay, warte. Guck mal hier, die fahren gerade vorbei. Boah, die sind da. Wer Alter. Sind die? Das sind die Red Lights. Die Rohrleger. Soll ich anrufen? Sag schnell. Ja, ja, ruf an. Geh Würfelpark? Ja, das können wir auch machen, Digga. Ja, ja, natürlich. Warte mal, Farut. Ja. Hörst du mich? Ja, Bruder. Ey, Farut, die schulden mir noch Geld, ne? Red Light? Ja, das können wir klären, Bruder. Und zwar schulden die mir eine Waffe und ein Auto. Ja, das machen wir. Er geht nicht ran. Hm. Ja, er weiß, dass die ganzen Bewerber rufen, Mann. Er geht nicht ran.
Sollen wir uns das Lied von Asche anschauen? An, weil ich sag, ich suche Wollt ihr das sehen oder bleiben wir im GTA? Was soll ich lieber? Ja? Nein, ich ruf so an. Sascha, mach mal kurz eine Abstimmung, Bruder. Musst du? Jetzt. Wie geht's dir, Bruder? Ich glaube, das Video geht aber eh nicht so lange, ja? Alles gut. Musst du, Bruder, ich suche auch Job, ja? Ich habe gesehen, Anzeige. Kannst du mir da helfen? Als Rohleger, ja? Ich wollte Ausbildung machen für dieses Jahr. Okay, GTA, ich glaube, ja, der hat aufgelegt. Ich glaube, der meint, der nimmt das nicht ernst, was ich sage. Hey, Bruder, ruf du mal an, ruf du mal an. Ich habe ihn angerufen, hast nicht mitbekommen. Was ist los? Komm her, ich gebe dir die Waffe. Oder korrekt von dir, Bruder, ja. Ja, ich halt doch mein Wort, Alter. Ich kann dir auch helfen, Bruder, wenn ich Waffe habe, wirklich. Nee. Du steigst jetzt ein, Alter, verdammte Scheiße, komm. Wohin, Bruder? Spaß, ich mach nur Spaß. Was ist deine Glückszahl? Warte. Boah, Bruder, das wäre so eklig. Hey, ich dachte, der wurde 186. Abgeknallt. Hier, bitte schön. Danke. Ja, die haben mich Krankenhaus gebracht. Danke, Farud. Kein Problem, du Streuner, mach dich ab. Mann, ich küsse dein Auge, alles klar, der Herr. Hey, du kleiner Streuner, mach dich mal ab hier. Ja, mach ich. Aber soll ich noch was machen, Farud? Ich hab gar nichts gemacht. Gar nichts. Soll ich noch was machen, Farud? Nee. Ah doch, du kannst mal anrufen. Komm mal her, warte. Wähl mal die Nummer. Hm. 418. Warte. 418. Warte, und wie mache ich privat erstmal? Das geht nicht. Egal, das ist nicht wichtig. Das geht privat. Scheiß auf privat, Bruder. Nein, Bruder, die ficken mich dann. Ja, dann verpiss dich, Bruder. Was bist du für ein Angsthase? Okay, Mann, Alter. Wallah, Bruder, hast du Angst vor einem Rohrleger oder was? Yalla, sag mir, Junge. 418 minus 1615. Minus 16. Boah, wow, ich hab gar nichts, Bruder. Ich komm vom Krankenhaus. Minus 1615. 1, ja. 5. Was soll ich denn sagen? Sag, ja, guten Tag. Ich möchte mich für das Jahr 2021 als Anlagenmechaniker bewerben. Nee, er geht nicht ran, ich hab ihn auch angerufen. Ich will nicht wissen, wie viele Anrufe der jetzt bekommt, Alter, der Arme. 10 scheiß Handy. Alter, der wird jetzt bestimmt so viele Anrufe bekommen. Ich schwör. Boah, der geht leider nicht dran, Bruder, ja. Ja, okay, alles klar, Mann. Hast du noch eine Nummer? Ah, warte, ruf mal. Warte. Ey, ich hab diese Nummer schon mehr. Schönen guten Abend, der Herr. Ich wollte mal fragen, Suchen Sie noch Auszubildende? Was? Wie? Sie haben nur die Werbung geschaltet. Alter, aufgelegt, Bruder. Was hat der gesagt? Mein Abonnerräum, ich fick dich und so, wenn du einmal anrufst und so. Auch wenn der Schacht, ich schick seine Kehle auf. Alter. Okay, alles klar. Was ist das für ein Auszubildender, Alter? Ja, scheiße. Der ist, okay, der Bruder, ist das passt dann schon, jetzt kannst du ja abhauen, komm. Alles klar. Verzieh dich. Streuner. Bruder, der Track ist draußen 20 Minuten. 20 Minuten ist zu viel, Bruder. Ich dachte 5 Minuten oder so. Wir müssen noch Louis seine Nummer durchgeben. Ja, hallo, Farud Gangben hier. Was läuft, ne? Hast du alles organisiert? Ey, Bruder, Jürgen hat gemeint, er hat nichts mehr. Sieht wahrscheinlich scheiße aus, Alter. Ich sag mir so, ich hab die Karten, wir können die kleine Bank machen. Weil das springt das selber raus. Du hast nicht mehr Arbeit in der großen Bank. Ja, dann passt. Diese Geiseln, viel mehr können wir auch in der kleinen Bank schieben. Ja, dann machen wir das so. Aber erst ein bisschen später, Bruder, weil ich will nicht gleich schon in den Knast kommen. Ich muss noch ein bisschen die RLC abfucken. Weißt du, wer die RLC sind? Keine Ahnung. Also, das ist die Rohrleger-Crew. Ah, mein ich, im Boot steht denn Gaswasser. Ja, richtig. Ich hab's da schon mitbekommen. Ja, da weißt du dann Bescheid. Aber wenn du willst, komm Würfelpack, du kannst mitmachen, aber hol dir eine Maskierung. Kein Problem, ich bin gerade da unterwegs. Alles,
Alles klar, Bruder. Bis gleich. Bis gleich, ey. Oh, rein. Okay. Ich hab gar nichts gemacht. Hallo. Ich wollte mich für das Jahr 2021 bewerben. Rufst du gerade an? Ja, als Rohrleger. Ja. Also ist das eine Zusage. Hello. Wo soll ich hinkommen? Okay, Bewerbungsgespräch mit dir, ne? Okay, bis gleich. Der hat gesagt... Hamdos und Jalo, wie ist denn das? Der ladet mich zum Bewerbungsgespräch einfach. Ja, wo ist das Bewerbungsgespräch? Bruder, bei der Red Light Crew, bei deren Anwesen. Willst du mal dahin gehen? Nein, nein. Komm, Bruder, geh mal dahin, komm. Meinst du? Ja, ja, lass hingehen, komm. Ja, komm. Aber lass deine Pistole lieber her. Ey, scheiße, Mann, mein Handy klingelt wieder. Aha, es ist der Rohrleger. Oh, das will ich hören. Ja, hallo? Farus. Ja, was ist los? Ich hab gehört, du suchst einen Gaswasserinstallateur. Nee, Bruder, ich nicht, aber hier sind welche, die fragen nach dir, die sagen, die haben anscheinend Probleme da mit der Heizung. Okay, okay, und du bist nicht derjenige, der die Werbung geschaltet hat, wo du mich vorhin angerufen hast und meine Nummer weitergegeben hast. Nee, Bruder, das würde ich doch nicht machen, Alter. Was für Nummer weitergeben, sowas Asoziales, Alter. Ja, Farud, guck mal, hör mal zu, du kleiner Strolch, oder wie du immer so schön sagst. Frag mich nicht ab und wir sind gut. Aber fragst du mich ab, ich werde dich heute ab einpacken und quälen ein bisschen. Hast du Bock? Nee, Bruder, ich mach ja nichts. Also wir haben ja jetzt gestern beschlossen, wir gehen getrennte Wege. Also du machst nichts. Jaffa war gerade vor meiner Chapter und hat ein bisschen Filme gemacht. Und du willst mir erzählen, du machst nichts? Was hat Jaffa gemacht? Jaffa meinte, weißt du, ich Jaffa suche einen Job, sag ihm das mal. Sagt, du hast ihn pleite gemacht und hast ihn weggeschmissen. Ey, Jaffa sagt, er sucht einen Job, er möchte gerne bei dir Ausbildung anfangen. Und dass du ihn gefickt hast. Du Bastard. Sag, du schuldest ihm noch 200.000. Du schuldest ihm noch 200.000 Dollar. Du bist ein Blutsauger und hast alles nur für dich genommen und deine Frau. Du bist ein Blutsauger und ich werde alles hier heute einpacken, sagt er. Die ist nichts hier, die ist Der Cousin macht doch nicht mit mir, verdammt. Okay. Ja, du, Toni, dann würde ich sagen... Farod, warum ist dein scheiß Handy so scheiße? Geh dir mal ein normales Handy kaufen, Bruder. Du hast doch so viel Geld anscheinend, oder? Ja. Kannst du dir keine gute Handy leisten, oder was? Doch, das ist schon gut, nur dein Handy ist scheiße, weil die Boxen da, weißt du was, ich meine, die Qualität ist nicht gut. Nein, mein Handy ist sehr gut, Bruder, aber dein Handy ist von 1988. Das Handy, was du gerade in der Hand hältst, das soll in dich reingehen. Ey, Farod, guck mal hinter dir. Sag, zufällig steht ein LKW hier, das wollte auch parken da. Ja, hey, ja, genau. Ey, guck hinter dir. Ja. Yeah. Ich seh dich, mein Freund. Wo? Renn lieber, renn. Das stimmt nicht, du bist nicht hier. Ich geb dir 2 Minuten Vorsprung, dann jag ich dich, heide. Hey Jungs, wir gehen besser hier ein bisschen weg, Alter. Die sind hier in der Nähe, die suchen uns. Steck ein, Bruder. Ich komm gleich nach. Okay. Farud. Ja. Warte, ich ruf dich mal an, sag mir mal, ob das deine Nummer ist, bitte. Okay. Da. Ja, das ist meine Nummer. Tamam, okay. Alles klar. Ich komm gleich nach. Das Auto. War das der, Digga? Farod Alessia ist in Chapter. Okay, warte. Jungs, habt ihr eine Waffe?
Nein. Ja, ich habe eine. Okay. Pass auf, ich hol mir jetzt auch eine Waffe. Wir packen jetzt alles hier ein. Let's go. Warte aber nicht hier. Hier, du und mein Cousin. Jaffa, Bruder, komm mit, komm. Er verkauft doch keine Alpen. Ich weiß nicht, ob die hinter mir sind, deswegen fahre ich jetzt weg und schau, ob die mich verfolgen. Farud, aber ich brauche Maske, ja. Bruder, was für Maske? Wir verstecken uns nicht. Jeder soll wissen, dass wir sind. Wir sind keine Antäuscher. Bruder, wieso fährst du zu denen? Ich fahr nicht zu denen, ich fahr hier zur Garage. Die kommen! Hey, die kommen, schnell, die kommen! Komm. Jungs! Steig ein! Steig ein! Fahr weg! Fahr irgendwohin! Ganz unten! Versteck dich, warte, bleib hier, fahr in die Gasse rein! Ja, genau, fahr hier rein in die Gasse, ja, genau. Genau, perfekt, steig aus. Wir müssen hier ein bisschen irgendwo uns verstecken. Ey, scheiße, alter Mann, ich wollte gerade Waffen aus dem Auto rausholen. Ey, hast du das abgeschlossen? Ich hab's eingepackt noch, rechtzeitig. Okay, sehr gut. Warte, ich muss Jaffa anrufen. Ey, pack mal das Auto weg, dass der Bruder aussteigen kann. Woher die wissen, dass wir da sind, weil man das hört. Das hört man, wenn jemand den Garage dort einpackt. Die sind immer so paranoid. Aleikum Salam. Oh, Pupsi, wie geht's dir? Ja, schon lange nicht mehr gehört voneinander. Lock die Red Lights auf dich und lass Jaffar Alessia einpacken. Das hört sich auch gut an, aber das Problem ist, Alessia kommt immer mit. Hey, Jaffar, geht nicht ran. Ich glaube, die haben Jaffar. Scheiße. Bruder, pass auf, wir müssen jetzt zur Garage fahren. Die Lage wird ernst. Wallah, ich lass mich nicht mehr ficken. Bruder, ruf Toni an. Nee, wir fahren jetzt zu einer Garage, holen uns Waffen und dann stürmen wir von hinten, aber wir müssen Alessia irgendwie einpacken. Alessia können ist wichtig. Können wir Drive-By machen? Nein, kein Drive-By, Bruder, die ficken uns tot. Was für Drive-By? Falls sie schießen. Wir brauchen ein Druckmittel. In diesem Fall war Alessia auch die Person, die bei meinem Druck im unteren Bereich geholfen hat. Also brauchen wir sie jetzt. Ja. Aleikum Salam, Serhat, wie geht's dir? Ich hab sie heute schon mal empfiehlt. UG, UH, was geht? EM, Bruder EM, bin stiller Zuhörer. Küss dein Herz. Darf ich auch ein bisschen Aleikum Spaß Salam haben Insider mit dir? Wie meinst du Spaß haben? Achso, mit Alessia? Ja. Ja, das kannst du machen. Über sie sind, glaube ich, so viele schon drüber gerutscht wie mehr Kanaken im Freibad. Die sind alle bei Chapter, nicht hinter euch. Okay, kein Problem, Abi. Fahr hierher. Ich packe jetzt kurz mein Auto raus. Mit Waffen. Kommt, wenn ihr eine Waffe braucht. Holt euch eine raus. Tech-9. Nee, Bruder, ich riskiere nicht, dass meine Tech-9 weggeht. Ja, bei mir spinnt, ich hatte gerade Kopfschmerzen da. Komm her. Was ist deine Glückszahl? Warte. 296. Okay.
Fahr du. Oder einer von euch, egal wer. Ein guter Fahrer. Okay, passt auf. Wir gehen jetzt hier hin. Ich bin kurz am Handy, ich bin gleich bei euch. Alles klar. Was sagst du, Bruder, deine Waffe ist weg? Nein. Ich hab sie. Halit kommt heute leider nicht, nein. Ja, normal, Albus, ich hab Waffenquelle. Fahr hier rechts rein, Bruder, hier rechts. Fahr du ja, ich kann nicht so gut fahren. Bruder, ich kann auch nicht so gut. Okay, wartet kurz, Jungs, ich muss kurz überlegen. 50er? Was für 50er, Mann? Ja, komm, Alter, ihr verarscht mich doch wieder. Ach, schick dir Land tatsächlich! Der Bubsi! Ich küsse dein Herz, 50 Euro! Bruder! Warum machst du sowas? Alter, ich küsse doch dein Herz, Bruder! Ich dachte, die verarschen mich gerade mit 50 Euro. Wallah, der hat echt gespendet, Mann! Habibi! Wallah, Ehre, lass für diesen Bruder mal Liebe da, Lan. Chat, macht mal nicht so. Wallah, der Bruder Herz hat einfach 50 Euro rausgehauen, Lan. Ich küsse dein Herz. Ich dachte, der Chat nimmt mich wieder hops. Ehre für diesen Bruder, ja. Vielen lieben Dank, Habibi, für deinen Support. Dank dir, Bruder, werde ich, und natürlich Dank auch an die anderen Brüder, werde ich jetzt einen dritten Monitor dahinstellen, dass ich nicht immer Ding schauen muss, ob TS gemutet ist und so, weißt du? Ich werde das so machen, Bruder. Ich danke dir, vielen lieben Dank, Jano, für deine 50 Euro, Wallah. Kes ne bereket. So, ihr Streuner, seid ihr bereit? Normal. Okay. Jetzt passt auf, der Plan muss richtig glatt laufen. Wie Eisläufer. Wenn wir vom Anwesen, also beziehungsweise in das Clubhaus von hinten reingehen, kann das ein bisschen schwierig werden, weil sobald die uns sehen, knallen die uns ab. Wir müssen jetzt irgendwie Alessia herholen, Alter. Wie können wir das machen? Haut mal einen Plan raus, Mann. Wieso muss immer das ich machen? Dann kauf dir bessere Kamera. Danke, Bruder, für deine... Oder die suchen doch Frauen, Arbeiter, oder nicht? Nee. Ich glaube nicht, Alter. Wie können wir Alessia zu uns bekommen? Plus 30% an die Mods. Ja, Bruder, du weißt doch. Wallah, Jungs, ihr seid, glaube ich, nur als Security gut, aber für Pläne seid ihr nichts, Alter. Was soll das? Warte, sieht schwer aus. Ich check ab, warte. Ja, Farouk, ja, Gangbang hier. Ja, Bruder, ich bin's, Travis. Wie sieht's aus bei euch? Seid ihr noch am Leben? Ja, komm mal zu, bei Pferderennbahn hinten bei dem Parkplatz. Wir brauchen Leute. Ja, ich komme so schnell wie ich kann. Alles klar, bis gleich. Farouk, wo ist die? Ja, lass sie stürmen. Bruder, wenn wir jetzt da stürmen. Die ficken uns. Die ficken uns, Bruder. Bruder, Farouk, brauchen die keine Stripper oder so? Asche hat zerstört. Asche hat rasiert. Dein Ernst? Verkleide dich als Red Light, damit ihr wegfahren. Das kaufen die nicht ab. Okay, Jungs, ich sage, wir machen so. Wir machen einen kleinen Abstecher erstmal dahin. Kommt. Komm. Nein. Ah! Warum? Geht sie gut?
Geht's dir gut, Bruder? Egal, ich bin heute noch gnädig. Wir gehen da jetzt hin. Halt, zieht eure Waffen. Ja, fahr mal du. Bin ich der beste Fahrer? Nein, wir laufen dahin, wir laufen dahin. Das ist doch gleich hier. Das ist doch gleich hier. Alles klar. Ruf Polizei? Ja, Digga, das ist auch keine schlechte Idee. Kannst du kurz Insta schauen? Mach ich gleich, Bruder. Erinnere mich gleich nochmal dran. Ja, Mann, das ist eine gute Idee, Digga, Polizei zu rufen. Das ist eine gute Idee. Wir machen den Ali Mansur. Duck durch. Da ist einer, Jungs! Oh. Ja. Da sind mehrere! Hey, bleib mal stehen, Jungs! Du kleiner Strolch! Lass einmal nachkommen! Jungs, was macht ihr? Was hast du vor, Digga? Bruder, wir wollten bisschen chillen hier. Ja, natürlich. Kommst du hier wie ein Gnom angerannt. Ganz langsam. Oh, wie geht's dir, mein Freund Farod? Hey! Sag mal, du knall kurz ab. Farod, ich zeig dir nein, danke, Bruder. Ich küsse deine Hand. Was gibt's dir? Wolltest du was Bestimmtes, oder? Nee, Bruder. Wir wollten gerade zu der Pferderennbahn. ja. Nein, hey, Spaß beiseite. Ich hab den Streuner gefunden, der die Anzeige geschaltet hat. Okay, wer war das denn? Das war der mit der Palm Angels Jacke. Okay, du sagst dabei, warst du das oder nicht? Ja, Jungs, ich hab gehört, Farod hat mich vorhin angerufen, ne, und er hat meine Nummer durchgegeben, während ich drin war. Ja, das war der mit der Palm Angels Jacke, der hat die Anzeige gemacht. Und du, Wichser, hast meine Nummer weitergegeben. Nein, er hat... Du bist voll der Idiot, weißt du das? Du Verräter, Mann. Ja, du Verräter. Letztes Mal, du hast im Funkgerät gesagt, deine Position. Jetzt hast du wieder verkackt. Bruder, sei mal ehrlich, wie kommst du an Geld mit deinem Rap? Bruder, ey, Cousin! Verpiss dich mal! Ey, der schritt zurück, lang. Ey, chill. Chill. Ey, Jungs, haltet trotzdem noch Augen offen. Ja, Augen offen halten, immer verteilen. Ey, wir sind im Krieg, Digga. Noch einer? Wer ist das? Was könnten wir machen? Kops Standort? Ja, Farod, sag mal ehrlich. Bruder, Wallah, diesmal... Nimm mal dein Handy runter. Guck mal, ich habe gleich was zu tun, ja? In eine halbe Stunde, 40 Minuten habe ich Zeit für dich zum Spielen, okay? Ja, in halbe Stunde, in halbe... Und die Jungs kommen, weil wir gucken, haben einige Sachen zu erledigen, was für große Männer ist. Ja, in halbe Stunde, wenn du ein Mann bist, dann zeigst du mal, in halbe Stunde treffen wir uns. Ich küsse deinen Nacken. Gampan, du Verräter. Warum? Du Verräter, suchst du Gas, Wasserinstallateur, hä? Ey, warte, ich wusste nicht, dass es deine Nummer ist, deswegen war ich geschockt. Ja, du warst gerade hier vor der Tür. Nein, ich wusste nicht, dass das deine Nummer ist. Mit deiner Audi, ja? Mit deiner Audi warst du gerade. Ja, aber ich wusste nicht, dass du suchst. Warum suchst du Leute jetzt für sowas? Was soll das? Ihr seid Rocker Club. Ey, Jafar, du hast mich so enttäuscht, Wallah. Mit dieser hässlichen Scheißnase. Ey, Cousin, wie gefällt dir mein neues Hemd? Hey, alles klar, ihr Streuner, dann kümmert euch mal um eure Geschäfte. Okay, ey, Farod, in halbe Stunde. Minuten, ich habe Zeit zum Spielen bei dir, mit dir in Sandkasten. Nichts spielen, okay? dann wirst du gefickt. Nimm noch einen. Cousin, übertreib doch nicht, Bruder. Cousin, du kleine Ratte. In halbe Stunde. Ey. Hör auf damit jetzt. Hör dir auf jetzt, bitte, Scheiße. In halbe Stunde. Farod hat gleich kein Verbandspäckchen mehr. Ey, Azad. Ja, Bruder? Soll ich euch helfen? Ey, Farod, sei mal ehrlich, hast du einen Knarre? Bitte lass mich helfen, mir ist voll lang. Nee, warum?
Warum hast du nie eine Knarre bei dir? Ich weiß nicht, Alter. Ja, ja. Weil er eigentlich arm ist. Gegner und, ey, was guckst du mich so dumm an? Ich weiß, ihr habt keine Gegner, aber lasst mich doch mal. Ja, eine halbe Stunde, dann komm ich. Wer ist das Fahrrad mit der roten Jacke? Das ist ein Kollege von mir. Ey, hör mal zu, komm mir nichts nochmal so nah, hast du verstanden? Ja, okay. Jetzt mach dich ab hier mit Fahrrad. Ja, mach ich. Heide. In einer halben Stunde, hast oh. Ja, hey, yeah, in halbe Stunde. In einer halben Stunde. Leute? Warum schießen dann? Die haben nicht. Musst du in halbe Stunde sehen wir uns wieder, mein Freund. In einer halben Stunde sehen wir uns. Garantiere ich dir. Das garantiere ich dir, musst du. Wir sehen uns in halbe Stunde. In halbe Stunde. Warum legen die denn? Farod, komm mal her. Hey, Jafar. Farod, komm mal. Einer deiner Leute hat auf unsere Leute geschossen, ne? Schon rum, nein, das war keine Farod. Ne? Nein! Wird einer aber, von deinen Leuten, Khalas. Ey, ich hab Faruds Bodyguard was macht ihr mit dem Bodyguard? Den seine Leute haben einen von unseren abgeknallt. Cousin, du wirst sehen, Wallah, ich werd... Ja, mach Abflug. Ich werd auch auf dein Bart wichsen, dass er auch grau wird wie deine Haare. Cousin, wir beide werden uns sicherlich heute wiedersehen. Und ich grüße dich, Musto, du bist mein Bruder. Aber die Jungs hier, die sind alle ein bisschen auseinander. Halbe Stunde heute. Ah! Nele, haha! Steig auf! Ah! Nein, Papa! Das heißt, wir haben jemanden zurückgelassen, Cousin. Egal, Bruder, wir sind frei. Sollen wir ihm nicht helfen? Bruder, dem wird schon gut gehen, inshallah. Vor ins Krankenhaus, wir müssen den Bruder heilen. Wir machen das schon, Bruder. Die sind zu stark für uns, Cousin, was soll ich machen? Bruder, in halbe Stunde haben wir gesagt. In halbe Stunde treffen wir uns. Dann will ich mal sehen, ob dieser kleine Strolch wirklich sein Wort hält. Okay, über... Medix! Ja, lass den mal liegen, ich mach das. Ja, mein Lieber. Dominator 3 oder Dominator andere? Nein, was hier passiert, Len? Nein! Weißt du, wie schnell der Dominator 3? Derek, komm mal mit! Derek, komm mal mit! Was geht ab, Len? Ist bei dir, Len. Was, Alter? Jaffa, das Motorrad brauchen wir. Ich weiß nicht, wem das gehört. Ich hab einfach mit. Das gehört von Red Lights. Achso. Ja, dann gehört das uns ab jetzt. Ja, richtig. Ich bin mal gespannt, ob die in halbe Stunde da ihr Wort halten. Hier ist noch ein Auto von mir. Hier, nimm du Motorrad, wenn du willst. Ja, okay. Wo sollen wir hin? Wir müssen uns ein Team aufbauen. Wir müssen eine halbe Stunde jetzt warten, Alter, bis dieser Kind endlich Zeit hat. Ja, was los? Habt ihr vielleicht eine Waffe oder so? Nein, leider nicht. Oh, schade, ja. Tut mir leid. Ja, ich kann dir später eine besorgen, aber... Ja, willst du mir kurz deine Nummer dann geben? Ja. Aber du musst halt eine kleine Bedingung dafür machen, für die Waffe. Und zwar? Ich gebe sie dir auch für die Hälfte des Preises. Das bedeutet für wie viel? Für $1,500. Ja, okay. Cousin, gib mal die richtige Nummer, ja? Also, die weiß, die Nummer, die auch da für Geschäft zuständig ist. Ja, ja. 857. Ja. Minus 3525. Alles klar. Okay. Und, weißt du, was wie soll ich? Ja, du musst einfach später. Kennst du die RLC? Nee, sagt mir gerade nichts. Die Rohrleger-Crew. Ja, ja, genau. Ja, ja, okay. Ja, du musst einfach später zu denen hingehen und sagen, ich wollte mich als Anlagenmechaniker für das Jahr 2021 bewerben. Dann kriegst du die Waffe. Wen haben wir denn hier, du Polizeisänger? Wer sagt das? Wer? Ich. Oh. Was war es mit ihm? Wallah, keiner fickt mit mir. Wer ist Polizeisänger? Wer? Wer ist Polizeisänger? Du kleiner... Warte, fahr mal nochmal dahin. Fahr nochmal dahin. Ey Bruder, bring den mal bitte ins Krankenhaus. Jungs, ich hab mich gekillt, ja. Warte. Hey Bruder, ja, bring ihn mal bitte weg, ja. Nein, Bruder, der soll da sterben, Alter. Nein, haram. Komm, Cousin, wir bringen den weg. Verdammte Scheiße, sagt man mir hier Polizeisänger. Was soll das, Alter? Er denkt auch, er kann mit dir reden, wie er will. Richtig, Alter, so ein 31er immer, das lasse ich mir hier nicht gefallen. Die sind nur Leute, die am Fitnah machen. In dieser Stadt. Oh Gott. Hey, der Nächste. Wir sind mehr am Arbeiten wie die Medics hier in der Stadt. Medic, ich hab noch einen Patienten.
Ja, bring den ruhig rein. Okay, Bruder. Einfach fahr du da. Zieht euch die Red Light Crew an und entführt Alessia. Hey, Cousin. Ja. Sollen wir uns die Red Light Crew Kutten anziehen und da unauffällig reinfahren? Oder sollen wir uns die in Blau anziehen? Nein, nein. Wir ziehen uns die Kutten an, dann gehen wir dahin, dann chillen wir so ein bisschen mit denen, so auf unauffällig. Ja. Und dann können wir irgendwie Alessia entführen. Sollen wir das so machen? Ja, das können wir machen. Sollen wir jetzt schon anziehen? Ja, ja, komm. Aber ich muss die Schuhe aufwechseln dann. Okay. Das ist so auffällig. Blue Light Crew. Wir können eigentlich eigene Crew machen. Digga, was ist mit Mois passiert? Ja, warum sagt jeder das? Ach du Scheiße. Wie lang geht das Video von Mois? Von Asche? Wie lang geht das? 20 Minuten. Da war ich froh, dass ich diese stinkende Kutte ablege, Cousin, und jetzt muss ich wieder anziehen. Ja, Bruder, da kann ich leider jetzt auch nichts dafür, aber wir machen das aus einem anderen Zweck. Wo ist das rote T-Shirt? Ja, ich suche es gerade. Gut. Rotes T-Shirt, Alter. Bin ich jetzt behindert oder was? Ich finde das auch nicht. Ah, ich hab's. Wo? Es ist relativ unten. Was hat das für eine Standardfarbe? Weiß? Muss schauen. Okay. Scheiße. Jetzt müssen wir noch Maske holen. Ich finde dieses rote T-Shirt nicht. Nee, wir holen uns eine Maske. Wir holen uns Maske. Hier. Wer ist Polizeisänger? Dafür das Jahr 2000. Aber wir müssen auch Hose wechseln, Cousin. Dann kriegst du die Waffe. Du musst dir so eine. Wen haben wir denn hier, du Polizeisänger? Wer sagt das? Wer? Ich! Oh! Hat jemand seine Zähne nicht im Griff? Uff, ich höre mich auf. Warum erschießt du mich, Digga? Mir wurde erzählt, dass du mich erschossen hast. Wer hat dir erzählt? Hä? Hey, wer sagt das? Lan Farud? Ja? Ja? Was ist das, Land? Bruder, wir ziehen uns jetzt wie Red Lights an und ficken die, Bruder. Allein weil die dich gefickt haben. Jetzt nehmen wir die auseinander, komm. Zieh auch diese Kutte an. Ist das Jafar? Ja, das ist Jafar. Komm, zieh dich auch so an wie wir. Guck mal die Schuhe. Ich trag die, wie musst du? Was geht? Was geht? Was geht? Wer bist du? Ich bin's, Alim. Alim, das ist klar. Alim, hast du Probleme mit der Heizung? Nee. Okay. Aber wenn der Winter kommt, kannst du dich bei... Ja, ich weiß nicht, ich glaube, das ist egal, oder? Man sieht ja trotzdem... Das ist eine gute Firma. Zieh das gleiche T-Shirt an. Cousin, du darfst deine Bizeps nicht zeigen, weil die Alessia kann sein, dass sie sich verguckt. Okay. Wir wollen erstmal ohne. Wo gibt's diese T-Shirts? Da, ja. War das mal eher weiter oben im Regal oder in Mitte? In Mitte. Ah, okay. Alles klar, da werden alte Erinnerungen wach. Maske, Maske holen wir jetzt auf. Immerhin, der Kette. Originale Präsi bist du. Und nee, Kette passt. Albaner. Das vergessen die. Aber Kette können wir ausziehen. Easy peasy. Warte, Maske kurz. Muss ich kaufen. Das wird doch nicht auffallen, Digga, oder? Brille wollte ich sowieso wechseln, Digga. Diese scheiß Brille ist verbuggt, ja. Ich hasse diese Brille. Ich habe die einmal wegen Ferris angezogen. Ich will immer die Brille, aber das wechselt immer. Die mein Cousin dir gegeben hat.
Cappy. Na, ich glaube, ich kaufe keine Cappy, ich hole lieber eine Maske, Digga. Und nicht reden einfach. Nein, nein, reden tun wir nicht. Da wird die Alessia auf jeden Fall. Als ob nicht einer von Red Light bei dir. Nee, ich glaube nicht, Jungs. Das sind gute Freunde von mir, ja? Bandana, nee, Maske, Maske holen wir. Bist du mit Auto bist, da? Ey, du hast, hast falsch dran. Egal, das passt schon, das passt schon. Komm, wir fahren Masken laden, wir brauchen Masken. Deine Schuhe, scheiß drauf, Digga. Andere Stimme, pfff. Boah, Alter, was für eine Stimme soll ich jetzt machen? Ja, Brille kann ich ausziehen, das ist egal. Bruder, wenn ich mit Ferris Stimme rede, werden die das sowieso doch checken. Was geht, Alex? Guten Abend. Ja, ich würde auch sagen, ich rede am besten gar nicht. Ich stelle mich einfach dazu. Albaner Stimme. Aber man hört trotzdem die Stimme, ja. Warum Red Light Sachen? Wir wollen uns einschleusen bei denen und Alessia entführen. Genau, genau, wir stellen uns einfach dazu. Ohne reden, einen. Halit kann heute leider nicht kommen, ja. Ja, das können wir auch machen. Exuria. Ich lasse meine Maske, oder? Oder soll ich wechseln? Ich überlege. Du kannst sie eigentlich lassen mit Helm. Das sieht richtig real aus. Ich ziehe nur die Maske an, was sie da immer anziehen. Die. Warte, wo ist die Maske, Alter? Guck mal, ich hab Muster gefunden hier als Maske. Warte. Ich hab Musto als Maske gefunden. Ja, Mann. Zieh die Maske an und dann sag, ich bin Musto. Was willst du von mir? Okay, perfekt. Jungs, der hat mich abgeknallt, ja? Oder keine Ahnung, das war einer von Red Light. Mann, wie heißt der? Kennt ihr ihn? Cousin. Ja, Cousin. Tamam, er gehört mir. Cousin hat dich abgeknallt und der hat gesagt, er wird dich jedes Mal ficken. Stimmt, Kette. Er gehört mir. Alles klar. Warte, ich muss mir Verband geben. Okay. Der Typ hat das falsche T-Shirt. Ihr müsst hier auf Bike. Brille habe ich ausgezogen. Das Problem ist, Bruder, wir müssen jetzt als erstes mal zu diesem Clubhaus hingehen. Dann schauen wir mal. Andere Maske. Ist egal. Es gibt ja einen, der hat auch so eine Maske. Deswegen ist das eigentlich gut. Der dritte versaut es. Jungs. Hey Bruder, schau mal, geh mal nochmal zum Kleidungsgeschäft und hol dir genau dasselbe T-Shirt. Und dann komm zum Red Light Crew Chapter. Tom. Du brauchst genau das T-Shirt, weil sonst fällt's dir auf. Okay, Jaffa, fahr jetzt mal hier hin. G-Art habe ich normal gemacht jetzt. Nein, nein, die erkennen mich nicht, Digga. Warum denn? Mit schwarzer Hose, das ist nicht erkennbar. Und sagen, wir würden uns gerne bewerben. Die Map ist das Ding, das ist Reshade oder Redux oder keine Ahnung, hat das Ding mir drauf gemacht. Ein Kollege.
Er kennt auch keiner, Bruder, solange ich rede auch nicht. Ich werde gar nicht reden. Aleikum Salam, Ali. Mach davor Fitna mit deren Namen. Können wir machen. Fahren wir nochmal kurz am Wiffelpark vorbei, Bruder. So vorbeifahren. Ja, Mann, ich hab ne Idee. Hey, Jaffa, Bruder. Ja. Lass mich mal kurz fahren. Boah, das höre ich gerne. Komm, steig auf. Hey, Jaffa, du weißt doch noch Funk von denen. Was war Funk von denen? 818. Hm? Ey, nicht, dass sie mich Bloodhound nehmen. 818. Warte. Aber können die gar nicht mehr, oder? Ist vorbei. Weiß ich nicht. 818, da funkt aber keiner gerade. Haben die nicht noch einen? Haben die nicht noch einen Funk? Oh, Aleikum Salam. Cengizabi, wie geht's dir? 181, sorry. So. 181. Nein, ich funk nicht. Wir hören. Ich will auch nur hören. Ja, da ist jemand drin, Das war ich, wir gucken, ob jemand das sagt. Bist du das gerade? Ja, ich will dir ihren Kopf ficken. Nein, mach nicht. 881. Ah, ja. Da war einer. Wer fuckt aber Funk ab? Okay, ja, das ist, wir sind im Funk. Rede nicht. Nein, niemand. Okay. Hör auch auf, die aufzufucken, sonst wechseln die Funk oder so. Ja, wir dürfen gar nichts funken. Wir hören nur, wo die sind. Wir sind die Red Light und uns kann nicht mal die Bullen was. Wir ficken alle. Wir sind Red Light, ja. Wir ficken alle, ihr Hunde. So sieht's aus. Cool für euch, bis da auf. Scheiße, sogar die haben Angst vor. Sir, hören Sie mich? Sir, hallo? Sir, hören Sie mich? Wenn Sie Gas- und Wasserprobleme haben, kommen Sie zu unserem Chapter bitte. Ja? Wir helfen gerne. Entschuldigung. Hey! Mein Freund hier. Schwalle mal, Kollege. Entschuldigung. Wir sind die Red Lights! Wir sind die Red Lights. Wallah, ich fick die Red Lights, man. Ja, ich geh da, komm zu uns. Hey! Wir sind die Red Lights! Alles international. Hey, du da! Hey, ihr da! Bitte? Wir sind die Red Lights! Ja, cool. Kannst du mal mein Auto in Ruhe lassen? Wir sind die Red Light Crew! Das interessiert niemanden. Ich nenn dich Cousin, aber du nennst mich Musto. Okay, ja, du bist Musto. Ich sehe ja so aus, du siehst doch, wie ich aussehe. Ja. Warte. Ich. Officer, ich bin Red Light, ich mach nur Slalomfahrten. Wir machen Führerschein, Sir. Wir machen jetzt einen Führerschein. Ich hab ihnen gesagt, wir sollen wegfahren, das ist eine allgemeine Sperrzone. Officer, wir sind die Red Light. Wenn sie den Kunden lassen, ja, das ist schön für sie. Okay, wir gehen, Officer. Wir haben nämlich Angst. Hey, ja. Cousin. Ja, musst du. Ja. Ja, musst du. Ich bin Musto und ich bin Chapter-Präsident. Mein Name ist Musto der Albaner. Wir sind Red Lights. Red Lights forever. Musto ist ihr King. Guck mal, wie geil ich aussehe. Okay, lass uns jetzt zum Chapter.
Dein Bodyguard wird, glaube ich, hops genommen schon wieder, ja? Hey, fährt das nicht schneller wie 110? Nee, Cousin. Das ist ja richtig traurig, Alter. Hey, wir hätten unsere Haare färben müssen und so, Cousin. Egal, egal. Hey, was? Bin er da? Oh, guck mal, der kommt nicht rein, der hat Angst. Die haben gesagt, die sind kurz weg, die kommen jetzt vielleicht später. Ich lass so lange mal hier rumgucken. Den Alkoholiker. Hat er hier nichts? Oh, viel Alk. Ja, wie kann man dir helfen, Mann? Wo ist alles hier? Hey Cousin, jetzt habe ich ein Bike. Meine Stimme, ja, Bruder, was soll ich guck machen? Mal, eins offen ist noch. Ja, Mann, stimmt, stimmt. Okay. Ein rotes Auto kommt, komm schnell. Egal, wir gehören dazu. Jetzt können wir Scheiße bauen bei Bullen. Ja, okay. wer sind die zwei? Die sind da, Muruk, die sind da. Nein! Die schießen! Die sind da, Wodok, die haben unsere Tarnung ist aufgeflogen! Hey Jungs, wo geht ihr hin? Ah, wir sind auch im Funk! Hey. Bruder, ich glaube, die haben es gecheckt, aber wir sind im Funk! Ja. Fahr weiter! Jaffa, komm mal von oben zum Casino-Parkplatz, von oben! Zeng, mach Licht aus. Die machen gerade Geschäfte. Ey, welche Vögel von euch sind jetzt weg rumgefahren, Alter? Die steigt ins Auto ein. Hörst du, was die im Funk sagen? Was für ein Opfer, dieser Cousin. Da ist der eine. Ey, Bruder, Bodyguard, hörst du mich? Ey, Bodyguard. Steck hinten auf, Nein. Ey, Bodyguard, du fährst Chapter, holst dir ein Motorrad von denen. Der macht das. Der ist gefickt. Ey, wie schicke ich nochmal ein Ding? Standort, Alter. Ah, du musst, wenn du auf Nachricht bist, dein rechter Finger benutzt. Ah, Bruder, ich drück das jedes Mal, das geht raus, Alter. Diese scheiß Polizei. Ja, du musst ruhig machen. Ich mach, Bruder. Warte, ich guck, ob das geht. Ah, jetzt. Hast du, wem hast du geschickt? Ja, Cousin, wem hast du geschickt? Polizei. Warte, ich schick auch Notfall. Was haben die für eine Nummer, die Bullen? Ich bin schon im Funk, Jungs. Ich bin im richtigen Funk, hört ihr die nicht? Oh, da kommt einer. Ich glaube, das ist unser Freund. Fahr besser, oder? Nee, das ist ich komm. Warte, hey Bruder! Vartolo! Ja? Lass mich das Motorrad, nimm du Harley. Die fahren los, ja?
fahren los. Die fahren los, warte, lass verstecken ein bisschen. Ey, die wollen komm, alle ohne Bikes fahren, das heißt, wir werden auffallen. Komm her, schnell, komm her. Komm her. Ey, komm hier hin. Okay, komm, wir fahren hinterher, also, Die sind weg, die sind weg. Ja, die sind reingefahren. Okay, wir können. Alles gut. Wo sind die hin, Lan? Ey, musst du, sollen wir uns verteilen? Nichts verteilen. Da sind die. Bleib in die Augen sitzen, ja? Ey, wer fährt denn mit Bikes von uns rum? Ja, alle sitzen bleiben. Wer sind die in Bikes? Die sagen, wer sind die in Bikes? Check mal, jetzt, Jungs. Wir sind gerade hier. Ey, Cousin, setz dich wieder ins Auto, bitte, ja? Was für 8-1-8-8-1, Jungs, wir sind im Funk. Wir sind im Funk. Ich kann Funk nicht lauter machen, ja, ich weiß auch nicht, warum das so Ding ist. Musst du, red bitte laut, ja. Jaffa, schau mal, wie viele da sind. Alessia, ich sehe Alessia. Jaffa, hörst du mich? Wo ist Jaffa? Ich glaube, er war unten, ja. Okay, Bruder, ich habe Zielperson in Sicht. Jaffa, ich hörst du mich? Ja, guck mal auf die andere Seite. Jaffa, ich sehe Alessia, die ist ganz vorne in dem Auto, aber wir können nichts machen. Die sind hinten full, Ich bin bei Muster zu Hause hier, guck mal. Wo bist du? Rechts von dir. Ah, hey, da, ich seh dich. Ah, ja. Siehst du, Alessia, die ist ganz vorne im Auto, aber, Bruder, das wird schwierig, Alter. Wie machen wir das? Hey, ich schick mal alle Dispatch an Polizei. Guck mal, wie viele die sind. Guck mal, schnell. Der Cousin, der steigt immer aus, der guckt. Mach mal. Raus. Der holt sein Handy raus, der Cousin. Der holt sein Handy raus. Ich geh runter. Wie, der holt sein Handy raus? Ja, der holt sein Handy raus, keine Ahnung. Nicht, dass er hier hinzoomt auf einmal und die Lage abcheckt. Wo ist Cousin? Der ist erst zweite Auto, ist ausgestiegen. Ja, der macht Zoom. Jungs, gebt euch mal bitte die Aussicht, ja. Cyber, was geht? Sag Waffentausch. Bruder, schau mal, das Ding ist... Hallo, Farod. Ja? Was machen wir jetzt, ja? Siehst du jetzt gleich. Er muss so, gib uns ein Zeichen, wenn wir die wegmachen sollen. Ne? Hallo, Officer? Lack, du Hund, antworte mir doch, es ist wichtig.
Jungs, was könnten wir machen? Ich weiß gerade nicht. Ich bin gerade verzweifelt. Drive-by, nein, Digga, Drive-by. Bruder, was soll mit den Cops sein, Digga? Was soll mit Cops sein, Digga? Wenn natürlich kommen die nicht. Wallah, die wird mehr geschützt als Angela Merkel am Nacken. Weißt du, was ich meine, Bruder? Natürlich kommt Polizei nicht. Was für Einsatz, Bruder, jetzt. Ich kann nicht auf Cousin schießen, Digga. Die wichsen mich direkt weg. Was könnten wir machen? Einfach durchfahren. Geh zu PD, hol die dahin. Bruder, schau mal. Ich gehe jetzt zur Polizei. Schau mal bitte jetzt, was die sagen werden, okay? Warte, erstmal machen wir ein bisschen Fitner. Jetzt denken die Red Light hat auf die geschossen. Ja, Mann. So, jetzt haben wir noch mal ein bisschen Fitner gemacht. Und jetzt. Nein, nein, wir haben nicht auf die geballert, wir haben ja auf Reifen. Alles gut. Lass auch vor Bull schießen, ja, oder? Nein, nein, jetzt muss, zieh deine Kutte aus. Okay. Komm, steig auf, steig auf. Maske. Hallo? Seid ihr Polizisten? Sag im Funk ballern? Okay, warte. Aber ich muss das mit einer anderen Stimme machen. Schießt auf die! Ich habe eine Idee. Ja. Yeah. Pass auf, wir schicken jetzt die Bullen dahin, da wo die Schatten sind, weil ich glaube, die wollen die wegmachen. Was hast du gesagt? Ey, Red Light will die Schatten wegmachen, glaube ich. Okay, was machen wir? Sollen wir die Bullen dahin schicken? Zu Schatten? Ja. Okay. Wir sagen, Red Light. Officer, Officer. Ja, bitte. Wir haben eine sehr wichtige Nachricht. Liebend gerne. Ich höre. Cousin, hau mal raus. Was war das? Ne, hier, der junge Mann hier neben uns, der kann das sagen. Ja, Bruder, wie kann ich helfen? Ich weiß nicht, wo es ist, ja? Sag du. Wissen Sie, wo die Schatten sind? Die Schatten? Ja. Ich weiß nur, dass es die gibt, aber wo die sind, kann ich Ihnen leider sehr schön sehen. Kennen Sie die Red Light Crew? Ja, kennen Sie, der Herr hinter Ihnen ist doch bei denen. Nein, nein. Nein, er ist nicht. Wir haben gerade Polizeiarbeit gemacht. Wir haben gerade die Kutten angezogen und wir machen jetzt gerade Observation. Und uns ist zu Ohren gekommen, dass Red Light Crew gleich einen Waffendeal hat mit den Schatten. Ach so, okay. Ja. Die Schatten. Wo waren die, Alter? Sie legen Auge auf die gerade. Ja, wir waren gerade undercover da, wir waren auch im Funk und da hat man das gehört. Okay. Also ich würde da vielleicht die ein oder andere Streife mal zuschicken, die sind gerade beim bei der Syndikat. So. Vielen Dank, der Herr, fürs Auge legen. Ja, Sie müssen da schnell hin mit ganz alle Mann. Wir können mit Ihnen fahren, wir beschützen Sie. Jungs, ich bin Trainee, ich hab gar keinen Sagen leider. Das sind Rechtsradikale, ja, sie müssen wirklich schnell gehen. Können Sie nicht das jetzt anordnen, dass da die Polizei mal stürmen soll? Bruder, jetzt, ich bin bei der Polizei in Lappen, ich darf nichts machen. Ah, ich hab gar keinen Sagen, Alter. Wirklich gar keinen Sagen. Schade. Ich darf nicht mal alleine rausfahren.
Ah, okay, alles. Ja, aber gib das mal weiter. Kannst du das weitergeben? Was Red Light mit Schatten gerade Dingens macht? Richtig, ein Waffendeal. Ein Waffendeal. Mehrere Langwaffen, okay. Alles Mögliche. Kane, hier bitte komm, einmal. Und wenn dieses Deal nicht zustande kommt, dann wird's scheppern da. Ich habe gerade Zivilisten bekommen, dass die Red Light Crew mit den Schatten gerade einen Waffenhandel führt. Das geht um Langwaffen. Sagt die am gestern noch FID? Die sagen gerade, ist unwichtig. Tut mir leid, Jungs, dann. Ach, Alter, auf diese Polizei ist auch kein Verlass, wallah. Tut mir echt leid, Jungs. So, machen Sie mal ein Fahrzeug auf, wir machen weiter. Guten Abend. Ich darf leider nichts machen, das tut mir sehr leid, Jaren. Okay. Dann schönen Abend. Danke. Wallah, was sind das für Lappenpolizisten, ja? Die Dame, hören Sie mich? Bei Syndikat wird es gleich richtig rattern. Wir sind Detektive, wir haben das gerade. Hey, musst du deren Ortsfarbe ist wie unsere? Fahr. Da müssen wir halt selber stürmen. Lass die ficken jetzt, Wallah, lass die ficken. Wir müssen die jetzt ficken, Bruder, warte. Dann machen wir eben die Razzia. Erstmal müssen wir kurz den Bullen entkommen. Hallo. Okay, wir müssen jetzt schnell zum Kleidungsgeschäft. Markier mal schnell ein Kleidungsgeschäft. Verhaftet alles? Ja, wir machen. Zieh alles an und fahr wieder rein. Wie meinst du? Bring die Bullen dahin? Das geht nicht. Ja. Lock doch die Bullen dahin. Mit Auto ist schwer, Digga. Warte, wir checken kurz ab. Mich? Komm mal kurz mit, ja. Ich hab die Kopfschmerzen. Alles gut, warte. Wir müssen mal kurz bei Syndikat noch vorbeischauen. Ob die noch da sind. Aber gute Idee. Eigentlich da auf die mit Bullen dahin. Ja, das ist eine gute Idee. Warte, wir schauen jetzt kurz, ob die noch da sind. Geil. Fahr da nicht vorbei, Okay, Polizei ist da, die sind noch da. Das heißt, wir müssen irgendwie jetzt Polizei dahin locken. So, find mal irgendwie ein Polizeiauto, dass wir schnell dahin kommen. Fahren Sie mal bitte einmal das Fahrzeug weg. Hey, ich glaube nicht, dass ihr irgendwelche Officer seid, oder? Wie kommst du drauf? Naja, Oberkörper frei. Arbeiten wir sind von Interpol, ihr Selleme. Nein, sag nicht, Joffer ist im Knast. Komm, lass mal machen. Gut so, Jungs. Was geht? Ey, bringt mal Bullen, versucht mal irgendwie Bullen herzulocken. Faruk, wir können sagen, dass die Red Lights das Fahrzeug hier geklaut haben und wir fahren die dann dorthin. Hey, Bruder, ich weiß, wo die Bullen sind, ich weiß. Wo? Bruder, die sind alle im Bank, Geiselnahme, Bruder. Hier vorne, Wimpelpark. Warte mal, ist das Auto? Fahr mal da vorbei. Was sagst du? Warte.
Guten Tag. Folgen Sie uns. Wir haben eine, einen Waffendeal. Folgen Sie uns. Das ist ein Officer. Das ist ein Officer. Ja. Komm, komm, komm. Komm mit. Komm mit. Wo ist der hin? Na komm doch, du Hund, Mann! Bruder, das Kopf, das Bulle. Das Bulle, Bulle, Jungs, das Bulle. Ja, deswegen, ja, ich wollte ihn herlocken, herlocken. Bruder, der funkt, Bruder, der fickt dich jetzt gleich. Ja, der, das soll er doch, das soll er doch, der soll hierher kommen. Ich will einen Waffendeal stürmen. Der hat Angst. Er kommt nicht, er ist weggefahren. Hört mir mal zu, ja? Ey, Jungs, was los hier? Diese Scheiß-Sirene hier nicht gern, okay? Wir würden euch bitten, mal woanders hinzugehen. Mach das mal woanders, einen. Bitte. Mann, ich kenn doch immer. Findest du das witzig, Mann? Der Kollege ist ein bisschen körperlich behindert. Seine Hände wissen nicht halt, was er macht. Ne? Es tut mir leid. Ich merk das. Funken. Die Funken schon drin, Leute und so. Wieso ist Antoine im Knast? Wie gesagt, du tust hier die Aufmerksamkeit der Cops hier ziehen. Wir haben keinen Bock, dass hier irgendwie... Ey, ist ein bisschen hartschärflich, ja. Sorry, es tut mir wirklich leid. Deswegen würde ich dich bitten, mal wegzufahren und aufhören mit dieser scheiß Sirene, Mann. Mal, wir haben es im Guten gesagt, ja? Mann, Harry. Richtig Ding hier. Hörst du auf jetzt damit oder nicht? Hey, wer ist denn das? Keine Ahnung, irgendwelche Fake-Bullen. Farud, bist du das? Hey, Farud. Farud, was geht, Mann? Oh, was geht, du Streuner? Mann. Ey, hast du das Auto geklaut oder was, ne? Ja, dann Bruder, wir wollten schon mal, da ist ein Waffendeal. Ja, egal, Harry, mit, da ist ein Waffendeal und Polizei macht nichts, Alter. Was soll ich machen? Und ihr übernimmt die Arbeit oder was? Nee, wir wollten die Bullen dahin locken, aber wallah, Polizei kann nichts machen, Alter. Ey, komm, lass mal dahin, kurz Würfelpack, ist okay, voll da, Bruder. Irgendwelche Streuner wollen uns hier die Cops herholen, weißt du? Nee, passiert alles manchmal. Gut, alles gut. Und sonst geht's euch gut? Ja, Bruder, das kostet mich nur an, dass Polizei nicht mitmacht. Bruder, die sind da im Banküberfall da, Triffelpack. Komm, lass da hin. Da ist Kopf sogar, oder? Dann wünsche ich euch viel Spaß. Ey, jetzt kommt einer paar weg. Moment! Soll ich auf die schießen? Dass sie Nein! Gar keinen Fall. Gar keinen Fall schießen. Die sollen nur mitkommen. Die kommen. Okay, alles klar. Dann ist das Thema für mich gegessen. Nein, ich brauche nichts mehr hören. Hä, die fahren weg, Digga, was ist das? Die fahren einfach weg. Nein, da sind keine Cops. Wallah, die fahren einfach weg. Steig aus, Bruder, schnell. Die Polizei darf uns nicht mehr erwischen, komm. Wir haben die jetzt hergebracht. Ey, das Farus, das ist Jungs, haben wir Langwaffen dabei? Nein, das ist Farus, das sind keine Cops, Bruder, das sind Farus, Leute. Sind sie gekommen, ja? Oh, Bismillah. Weg von hier. Warte, dann jüre. Der ist gefickt. Wen soll ich anrufen, Digga? Jafar ist auch im Knast. Ich weiß nicht, wen ich anrufen soll. Der ist aber gefickt. Zieh dich an wie Red Light. Bruder, du hast recht. Du hast recht. Jafar ist, glaube ich, im Knast. Warte, Bruder, ich will mich umziehen, aber es geht gerade nicht.
zieh dich doch um, ja, Hadi. Es geht nicht. Mann, ich höre immer noch die Bullen. Bruder, ich will mich umziehen, aber das geht irgendwie nicht, ja? Hallo? Hörst du mich? Ja, wo bist du? Bitte musst du liegen. Wo bist du? Achso, ja. Bitte, ja, ohne wenn du da warst. Ohne wenn du da warst. Hey. Hey, wo bist du? Sag schnell. Würfelpark. Bruder, komm schnell. Oh, da, die Bullen schießen gegen Red Light. Hab ihn. Okay. Die Bullen schießen gegen Red Light. Wo bist du denn? Ich bin dabei, Syndikat. Boah, Alter, wo ich... Ja, fahr zu Syndikat. Fahr zu Syndikat. Weißt du, wo dieser Südeingang ist? Von dem, also ist weiter oben. Der kommt dahin. Alles klar. Bis gleich. Digga, die haben jetzt Bullen abgeknallt, oder wie? Schnapp Alessia. Die ist mit Toni im Auto, Digga. Ich weiß nicht, wie ich die holen soll, ja? Wie hieß der Bruder, der mich gerade angerufen hat? Ich hab seine Nummer nicht. Ich muss kurz zur Garage. Bruder, habt ihr das selber gerade gesehen? Wir fahren dahin. Polizei, ab jetzt mach ich so, Morok. Ab jetzt mach ich so. Wenn ich vom Polizei abhau, ich fahr direkt Red Light Crew Chapter da rein. Dann hauen die Bullen sowieso ab. Ja, der hat gerade gerissen, aber der ist weg. Ja, Bruder, wenn ich jetzt Kutte anziehe, dann bin ich am Arsch, weil die gerade gegen Polizei geschossen haben. Du hättest in der Zeit wie die Alte entführen müssen. Bro, wie soll ich die Alte entführen, wenn die vorne in der ersten Reihe sitzt und hinter denen 15, 14 Member sind? Es geht gar nicht. Ah, da ist er doch. Bruder, ich hab. Bruder, ich fahr die ganze Zeit hier rum. Ja, du musst aufpassen, Red Light ist hier. Ich hol kurz Auto raus. Warte, dann lass ich. Was geht, Ibrahim? Diese Garagen. Ja, ich zieh mich auch rum, was Digga. Was hast du denn gemacht? Bruder, ich hab Polizeiauto geklaut. Dann bin ich mit Polizeiauto da hingefahren zu Syndikat in der Hoffnung, dass Polizei das stürmt und unterbricht, aber die sind abgehauen. Warum Syndikat? Was ist denn jetzt mit denen? Nee, also die hatten ein Gespräch mit Syndikat, ein Waffendeal. Ach so. Ja, und ich wollte das stürmen, aber das ging nicht. Okay. Ja, ich hab wieso Schüsse kann ich mein Auto nicht ausparken? Ja, die haben danach gegen die Bullen geschossen. Ey, der hat unser Bike geklaut, Digga. Wer denn, Mann? Wer quatscht uns denn ab? Ach du Scheiße, steck auf. Ja, Farus, Leute, man, das nervt irgendwann, Digga. Hä, hey, ich hab doch nichts gemacht, warum sagt der das im Funk? Wir müssen offiziell von der Welt schaffen. Ey, wieso kann ich mein Auto nicht rausholen? Ja, komm. Zieh Maske an und steig ein. Zieh Warte. Maske auch an. Okay. Wayo, das Ding ist, weil ich noch keine Twitch-Partnerschaft habe. Er weiß nicht. Er hat nicht gerade mich gemeint, da hat gerade irgendein anderer random das Auto geklaut. Wohin? Bruder, fahr mal Würfelpark. Der Arrow, was geht? Aleikum salam. Mein Neffe Ali ist da. Wei. Ja, hey, ich glaube, die Tour kann noch länger dauern. Ja.
Kann ich nicht scheiße. Bringt nichts, Bro, bringt nichts. Aleikum salam, Furki. Red Light Stream snipt auch nicht. Ich weiß doch, Bruder. Ich weiß doch. Ich kenn doch die Jungs dort. Sind das hinter uns Red Light? Nee, ich glaub nicht. Okay. Ey, Cousin, wo bist du? Cousin, wallah, ich dachte, du wärst im Knast. Ich hab mich schnell umgezogen, die Bullen haben die Red Light gesucht. Cousin, weißt du, was ich gemacht habe? Ich hab Polizeiauto geklaut. Ich bin da hingefahren mit Polizeiauto. Ja. Und hab die Polizistin dahin gelockt, aber die haben nichts gemacht gegen Red Light. Ja, ja, die haben Angst, diese Wichser. Das ist doch aber krass, pass auf, Alter. Das ist nicht gut. Ich glaube, das Kartenhaus wird stürzen, weil ich als ehemaliger Vize bin nicht mehr da. Und ich baue jetzt mit meinem Cousin einen stärkeren Rücken ab. Ja, hörst können wir machen. Ja, ja, ich bin immer noch im Funk. Ja, ja. Dieser Cousin geht mir auf den Sack. Was macht der denn hier? Das ist ein Freund, der ist kein der ist kein Red Light. Ich habe eine Idee. Als die umgezogen, nee, ich habe eine Idee. Wir können ihn eigentlich zum Chapter schicken. Er wird nicht auffallen alleine. Alles ja, wird schwer. Die sind auf den Straßen, ja, diese Red Lights. Wie meinst du? Was hast du vor, Jaffa? Guck mal, der geht rein, ja, einfach mit in die Menge, ohne Motorrad. Wir lassen ihn mit Auto raus und dann läuft er einfach dahin und tut so. Und irgendwann mal, wenn die Luft so rein ist, kann er direkt deine, ja, wie soll ich sagen, heiße Geliebte packen und weg mit dir. Mitnehmen. Boah, das ist unmöglich. Jungs. Man kann es ja mal versuchen. Ne? Schwer. Ach scheiße, Mann, gegen Red Light hat keine Chance. Ich habe keinen Bock mehr, Alter. Was sollen wir denn machen gegen die? Ich weiß. Wir können uns nicht mal mit einer Mafia zusammentun. Wir haben alle Angst vor diesen scheiß Chips. Ich glaube nicht, dass das klappt, ja. Wenn du 50 Subs... Bruder, auch wenn, es muss nicht mal Subs sein, Bruder. Ich will das allein für meinen Seelenfrieden. Aber... Ganze Amanakön, wer ruft mich die ganze Zeit an? Bei Pinkies eingefahren. Hey, was soll das? Wer ist das, Alter, wo mich die ganze Zeit anruft? Ja, ich, aber ich hab dich vor 10 Minuten vielleicht angerufen. Der ruft jetzt erst an. Wallah, Bruder, ich denk mir gerade, wer ruft mich die ganze Zeit hier an? Digga, ich hab dich... Guck mal, ist schon wieder, es geht weiter. Hey! Hey, wenn du mich noch einmal anrufst, dann knall ich dich ab. die also ich fahre jetzt eine Runde nochmal Chapter vorbei, Cousin. Ja, ich komme mit, Cousin, komm. Gucken, was die machen. Ich muss aber ehrlich sagen, ich habe die vermisst. Ja, Cousin, was soll ich sagen, Alter? Die wollen dich packen. Die sollen mich erstmal finden, Alter, Bruder, jetzt. Ich schiebe jetzt die Masche so durch. Jalla, ah, warte. Warte, Cousin, warte, dann mach... Oh, buongiorno. Ey, Mädels. Buongiorno. Geht das auch in einer angenehmen Lautstärke, ohne zu schreien? Wäre super. Danke. Hör mal, Mädchen, quatsch mich nicht von der Seite an und komm jetzt ins Unicorn. Wir warten da auf dich. Na, mit Sicherheit. Wie heißt die denn, die Ladies? Ich kann meine Kutte nicht anziehen, ja? Das hat wieder so ein scheiß Delay, Digga. Es hat wieder ein scheiß Delay. Entschuldigung. Hallo? Unseren Namen verraten wir euch bestimmt nicht so unhöflich, wie ihr uns eben hallo? Angesprochen habt. Ich bin doch höflich. Aussteigen. Komm, Mädchen, fahr jetzt. Red hier nicht so viel. Komm. Oh, steig aus, Cousin. Mann, hey, okay. Die hat Knarre. Aussteigen. Okay. Oh, die hat beide Knarren. Scheiße, nee, mit denen legen wir uns nicht an. Warte, okay, Cousin, komm her, warte. Ja. Warte, Cousin, ich... Ja. Wir machen den Damen nichts. Seht zu, dass ihr Land gewinnt, bitte. Ja, machen wir. Der Herr mit der Maske da über dem Kopf, sorry, aber so geht man nicht mit Ladies um. Nee, was hast du gesagt? Elias mitnehmen. Mädchen. Okay, wir fahren jetzt. Ich sag, so wie du dich fällst, geht man nicht mit Ladies um. Ja, Mädchen, du weißt, glaube ich, aber auch nicht, wer ich bin. Interessiert mich auch nicht, wer du bist. Ich weiß nur, du hast keine Kinderstube genossen. Da hätte Mama dir vielleicht ein paar Mal öfter auf die Schnauze hauen sollen, hättest du auch Respekt vor Frauen. Kannst du auch gerne die Windel vom Kopf nehmen, dann kannst du dir ja mal zeigen, wer du bist. Ja, das mache ich jetzt.
So. Ich bin der allerechte Farut Gangbin. Oh Gott, ich möchte gerne. Ah ja, Bruder. Alter. Ja, und du kleiner Sträuch, du machst jetzt erstmal halblang, wie die Glieder der Deutschrapper. Du hast jetzt hier erstmal nichts zu sagen. Mädels, ja, ich zahle euch jetzt für $50,000 und dann strippt ihr hier mal eine Runde, komm. Denn so sehe ich euch gerade. Komm, komm Mädels. Nochmal, machen Abgang. Da. Also die Red Light ist da waren mehr Männer drin wie in einem trojanischen Pferd, aber da will sie hier nicht tanzen. Komm Jaffa, hier haben wir nichts verloren. Fahr Jaffa, fahr Jaffa! Ich dachte, du tretest die weg, Bruder. Nein, Bruder. Soll ich machen? Ich hab die ganze Zeit gewartet, dass du tretest, dass ich wegfahren kann. Soll ich machen? Ey, wie geht's dir? Nein, nein, der nicht, der ist unschuldig. Aber das Mädchen können wir. Komm, komm, komm. Aber die haben Waffen. Bruder, warte, wir fahren jetzt nur vorbei. Fahr langsam vorbei und sag, hey, ich möchte mich entschuldigen. Fahr nebendran und dann, zack, hau ich dir einfach eine rein. Sag, ich möchte mich entschuldigen und so mein Verhalten. Bolde, ich bin gleich bei dir, Bro, gleich. Legt ihn über eure Beine. Hallo? Wir wollen uns entschuldigen, ja? Entschuldigt uns für diese was weiß ich, was ich sage. André, komm mal her. Mit dir hat keiner ein Problem, aber mit deinem Homie hinten drauf. Ich aber nicht okay, dann wollen wir los. Tschüss, schönen Abend noch. Die müssen aus Auto aussteigen, das geht so nicht. Ja, tschüss. Ey, Cousin. Cousin, fahr mal kurz ein bisschen vor. Ja. Fahr ein bisschen vor. Weiter vor. Fahr neben das Auto, ganz eng neben das Auto. Ich mach Scheibe kaputt so. Was anderes konnte ich gerade nicht machen, weil die nicht ausgestiegen sind. Oh, guck mal, die sind die Opfer. Zeig Mittelfinger. Ich hab auf Reifen, warte. Oh, die schießen auch. Fein, Walla, fein. Schnell. Wie komm ich da hin so schnell? Jetzt rechts. Die fahren, glaube ich, ins Bahama Mamas. Ja, die sahen aber nach Unicorn aus. Muss ich ehrlich sagen. Wo sind die? Reaction auf Asche? Keine Ahnung, Bruder. Ja, ob sich das so jetzt lohnt, die 20 Minuten, weißt du? Warte, ich zieh mich auch aus, damit die nicht merken, dass du es. Du sagst, fahr du mal, wenn du willst, weil du kennst dich besser aus in der Stadt. Ja, wer ist da? Was ist das denn? Hey, hör mal zu. Ja, was ist los? Ich sag das jetzt nur immer ganz kurz. Wer ist da? Buseng, okay? Bruder. Ich bin der einzige gefühlte Funk. Check. Check. Hey, wieso ist es ausgegangen? Hallo? Ja, es hat aus Versehen aufgelegt. Hör mal zu jetzt, guck mal, ich sag das jetzt nur einmal, hör ganz gut zu. Ja. Nein, gerade jemand hat gefragt, jemand hat das so weitermachen willst, werde ich euch alle abknallen, Bruder. Werde euch alle vergraben. Ich werde doch keinen Notfall können. Also geht mir nicht auf den Sack, Alter. Cousin. Okay? Cousin. Ja. Hör mal zu, nicht du, Jafar, ich mein Cousin, also. Gerade am Handy. Cousin, ja. Hör mal, du denkst zwar, das ist hier ein Spiel, aber es ist serious, wie meine Maus, wenn ich Computer spiele. Ja. Hast du ein Gewissen? Was sagst du? Ey, die sollen Respekt haben, sonst werden wir die angreifen. Jaffa sagt, du sollst Respekt haben, sonst klatscht er dich tot, du Bastard. Guck mal, dann weißt du Bescheid, was war. Die ganze Fernsehen, ne? Die den ganzen Tag vor uns. Er soll nie wieder einmal die Hand heben gegenüber dir. Ich habe keinen Notfallmediziner mehr geholfen. Alle tot. Okay, was willst du jetzt sagen? Du bist der Nächste, wenn du weitermachst.
Ja, willst du mir gerade eine Ansage droppen? Dann komm doch jetzt in einen Treffpunkt auf ein 1 gegen 1. Okay. Wir machen Kriegserklärung. Aber 1 gegen 1, du kommst alleine. Ja, wollen Sie nicht wissen, dass du Fotze auch alleine kommst? Ja, ich komm alleine, du hast mein Wort, aber du musst auch alleine kommen. Sag, dein Wort ist gar nichts wert, Alter. Also sogar die Spucke unter meinen Füßen ist mehr wert als dein Wort, du Fotze. Ja, du, wie du jetzt willst. Also ja, ich fordere dich hier auf ein 1 gegen 1. Hör mal zu, stotter nicht, das macht dich unreal, Alter. Okay? Cousin, wie gesagt, ich fordere dich auf einen 1 gegen 1 Kampf. Wenn du nicht kommst, dann weiß jeder, dass du ein kleiner Sträuch bist, was ich auch von dir behaupte. Machst mir auf Rapper eine Line, Hammer am Hart, deine Mama hat einen Bart, Alter, du Fatz. Hey, Cousin, ich bin eine Minute am Handy. Okay, alles klar. Ey, wieso hat liegt das Handy die ganze... Ja, der hat aufgelegt. Ja, dann fahr du. Ich bin kurz am Handy, Bruder. Dieser Cousin ist sehr frech, aber ich komme. Bruder, wir müssen diesen Cousin einpacken, Wallah. Ja, ja, ich will nur noch mein Ziel, das ist mein Ziel. Guck mal jetzt am Funk, die stöhnen manchmal, das liegt da hinten am Stöhnen. So, jetzt nochmal, sorry. Bolde 1989 hat 5 Monate schon abonniert. 5 Monate und du machst immer noch einen Hammer-Stream. Ich küsse dein Herz, Bruder. Vielen lieben Dank für dein Abo. Und Marvin Moto, auch abonniert auf Stufe 1. Ich küsse dein Herz, Bruder. Vielen lieben Dank auch dir für dein Abo. So, jetzt. Das Problem ist, Jungs. Das Problem. Es ist nicht mehr Cousin. Es ist nicht mehr Alessia, die ich haben will, sondern Cousin. Ja, Bruder, ich glaube auch, dass diese ganze Asche und Ding mittlerweile auch ein bisschen Promo-Ding-Sache geworden ist. Ja, ich bin mir nicht mehr so sicher. Sag ich euch ehrlich, Digga. Ich habe keine Ahnung. Ich. Wallah, Bruder, eigentlich sollen die mich alle in Ruhe lassen damit. Ich will gar nichts damit so irgendwie auch. Eigentlich sollte ich gar nichts sagen. Es war schon Fehler, allein schon, dass ich und Halid letztens eine kleine Reaction drauf gemacht haben. Wallah, wenn sich jemand ficken will, dann sollen die sich ficken gegenseitig. Wenn nicht, dann nicht. Aber im Endeffekt, keine Ahnung, ich verstehe das auch nicht. Wallah, soll doch einfach jeder sein Ding machen, Digga. Guck mal alle Chapter sofort. Alle. Wir haben diesen, voll Stress, Alter. Kommt alle Chapter schnell. Diesen Chapter, die fahren Chapter. Warum? Sollen wir auch fahren? Weil ich glaube, wir gehören auch dazu. Ey, Jungs, beeilt euch halt. FIB-Kraft ist da. Schnell. FIB ist da. Jawohl. Komm, schnell. Wir müssen das sehen. Schnell, wir müssen das sehen. Ich will sehen, wie die Hops genommen werden. Roger, wir sind auf dem Weg. Die kommen dahin. Ja. Jawohl, Alter. FIB nimmt die endlich mal Hops, Alter. Ja, endlich, Alter. Da kommen auch ein paar, schnell. Ich bin aufs Dach. Ich hab die langen Waffen weggepackt, alles gut. Hä, wieso ist Polizei... Hä, die Bullen sind noch hier, Bruder. Bruder, FIB, sagt der, aber da sind... Irgendwie habe ich das Gefühl, die reden zu viel. Ich habe die langen Waffen weggepackt. Das ist gelogen. Verarsche uns. Toni, gib die Tech. Bluff. Guck, da sagt er doch nicht. Da sagt er im Funk. Was sagt er im Funk? Gib die Tech. Was machen die nie im Funk? Okay, warte mal. Wir beobachten das. Ja, ich glaube auch, das ist eine Falle, Bruder. Das ist eine Falle. Ja, das ist safe eine Falle. Safe. Kleine Pendel. Aber. Ich will nicht unbedingt BMW, aber... Ich glaube auch, das ist eine Falle, Bruder. Können wir nicht auf Berg, Cousin? Wir können schon auf Berg, aber... Ich muss dann kurz hier raus. Jungs, wie ist Jaffa? Meinst du, das ist eine Falle, Jaffa? Ja, ich denke schon, aber... Wir können von oben gucken. Warte. Wo? Fahr mal dahin, Bruder. Weiß aber nicht wo. Warte. Ja, komm, steig ein. Fahr du. Steig auf. Bruder, ich weiß doch sowieso, dass 100% eine Falle ist. Alles gut. Ich weiß sowieso. Safe ist eine Falle. Wir fahren jetzt vorbei und schauen. Kann man hier auf Dächer? Cousin, schau mal kurz. Ich schau kurz auf mein Handy. Ich muss kurz pissen, Digga.
ins Motorrad, ihr Motorrad, hier zwei Leute auf Motorrad. Hä? Habt ihr uns gesehen, aber nach dem Licht, diese Zaun oder was? Ey Jungs, ich muss euch sagen, ich bin gerade schon ein bisschen enttäuscht. Ich sag euch ehrlich. Ich schwöre, ich bin gerade schon enttäuscht. 634, neuer Funk. Scheiß drauf, Bruder. Wir brauchen nicht in den Funk zu gehen. Das ist jetzt Meta, sein Vater, Bruder. Ich kann das nicht machen, Jungs. Das ist zu viel Meta. Jaffa, was machst du? Ey, Cousin. Ja. Das ist was Ungewöhnliches passiert. Ja, was ist passiert? Ich war hinter diesem blauen Zaun gegenüber von Chapter, ne? Ja. Und mit Licht aus, ich fahr so, so, ne, so, so, ne, langsam, damit ja, ja. Die sind im Chapter, die sind bestimmt 50 Meter entfernt. Der eine, der rennt, dann bleibt er stehen, dann rennt er nochmal und dann funkt der Motorrad hier. Zwei Leute. Okay, ja, das war, ja, das war safe, die haben uns eine Falle gestellt. Warte mal, ich funk jetzt den hier rein. Ey, hört ihr mich? Nein, sag das nicht, das ist merkwürdig. Ich mach auf Cousin. Ja, mach auf Cousin. Ey, hört ihr mich? Ja, die sind im Funk. Jungs, passt auf. Wenn ihr sagt, neuer Funk, das ist Meta. Derjenige, wo nicht weiß, was Meta ist. Bruderherz, einfach drück Ausrufezeichen Meta und dann weißt du. Ihr dürft es nicht sagen. Und es tut mir leid, wenn es jetzt weiter jeder schreibt hier 634, 634, dann müssen wir Abo-Chat reinmachen. Jetzt macht jeder Meter. Jetzt fällt's euch an, ihr kleinen Streuner. Ja, jetzt ist aber ein bisschen zu spät. Ah, doch, der wird gezeigt. Nein, du musst es so machen. Ja, jetzt bricht's auch nichts mehr, wenn ihr Meter macht. Macht lieber Ausrufezeichen Insta. Hey, was geht? Hey. Habt ihr mehr was davon? Ich schwör, die machen sogar Ausrufezeichen Insta, ich küsse eure Herzen, Mann. Wer ist das? Wer hat mich gesprochen? Warte, ich zeig dir mal. Wo war das, Bruder? Wo war das? Warte. Zeig. Doch, da war es schon der Bot, aber ihr haut gerade so viel im Chat, dass der Bot nicht mal hinterherkommt. Wo sind die, Bruder? Schau mal, die sind doch... Da oben. Guck mal, die stellen sich auf Wand und so. Ah. Ich fick die doch gleich, Alter. Bruder, ich will nur Cousin ficken. Ja, der ist auf Wand, glaube ich, das ist der. Ja, da ist der sogar. Willst du zielen von hier und ihm einen Kopfschuss geben? Bruder, ich treffe ihn nicht. Geh mal auf das Taxigebäude können wir, links. Siehst du links? Aber wir müssen jetzt mal da hinkommen. Ja, du musst komplett aussehen rum und dann... Müsste man das sehen. Warte, bleib kurz stehen, Cousin. Warte, verstecken wir gerade. Ja, bleib kurz stehen. Hier ist die Leiter. Hier ist die Leiter, wir müssen von hier. Scheiße, ich komme hier nicht hoch. Wie kommt man hier hoch, Alter? Ich hab Helm ausgezogen, alles gut. Cousin, wie kommen wir hier wieder raus? Ich weiß es nicht. Na, von hier. Aber hier sehen die uns doch. Ich will da nicht raus. Da sehen die uns. Aber anderen Weg gibt's nicht. Komm, wir laufen einfach schnell rüber. Warte, hier. Komm.
Schnell, schnell. Die sind da, Cousin, Cousin, komm! Cousin, wo bist du? Nein, Cousin ist gefickt! Was fickt er? Nein! Hey, bleib mal stehen hier! Hallo! Hey, bleib mal stehen, Digga, oder ich knall dich weg. Bleib mal stehen. Stehen. Scheiße! Was? Wer ist Fuck. Das? Keine Ahnung, Digga. Mach die Maske ab. Ich weiß nicht, was heute los ist hier. Maske ab. Maske ab, Digga. Ach du Scheiße. Jetzt reicht's mir. Barut jetzt, oder? Alter, reicht doch, das Digga. Reicht, das war jetzt ein Tod. Jetzt ist dein Todesurteil. Komm. Musst du, wir bringen Farod hat unsere Sachen an. Ja, wir bringen musst du bringen ihn alles rein. Ey Jungs, guck mal, welchen ich kleinen Strolch hier auf der Schulter hab, ja? Aber noch ein oder, ich weiß nicht, oder mehrere, Alter, keine Ahnung, wie viele die sind. Wo ist Musto? Ja. Ja. Ey, Farud. Farud, erst legst du mal deine Waffe. Nimm mal die Knarre runter, nimm mal die Knarre runter. Nein, ich mache hier alles. Jungs, nimm mal die Knarre. Ich wusste gar nicht, dass du Red Light bist, Bruder. Curtis, geh mal aufs Dach wieder, bitte. Und halte wieder die Augen offen. Ich war der Gründer von Red Light. Du warst der Gründer von Red Light? Richtig. Okay. Komm, wir packen den mal ein, wir gehen mal spazieren. Warte, komm, erst, mal seine die Funkgerät ab. Erst will ich das hässliche, ja. Die hässliche Kutte ausziehen. Ja. Musst du, nimm mir ein Handy. Jaffa, wo bist du, Bruderherz? Ich hab keinen Bock, nochmal gegen Nein, ich lasse mein Handy bei dem. Hey, Farud, du steigst mit mir ein. Und steig mal aus meinem Auto aus. Wohin? Steig bei mir ein. Steig ein. Hey! Ich steig aus, du kleine Wichser, das ist Jaffa! Was? Digga, ey, pack die beiden ein! Zieh die Kutte aus, pack die beiden! Ey, Farud! Ey, nimm seine Kutte runter und pack Jaffa, die beiden ein! Komm her, Jaffa, ich nehm dich, Bruder! Komm her! Ey, Azad, lass mich runter! Komm her, Jaffa, ich nehm dich mit! Cousin, komm mal gleich mit mir! Kleiner Farud! Handy mit mir. Auf Cousin, ohne Waffe. Lass ihn in Ruhe jetzt. Komm, heute. Farud, steig ein. Halt deine Fresse. Komm her, Cousin. Komm mit. Scheiß drauf, Jungs. Scheiß drauf. Adel. Komm mit, Cousin. Deinen Scheiß kannst du da aufbilden, heute. Ja, das passt schon. Wallah, fast hätte der Plan mit Jafar geklappt, Cousin, komm, steig mal ein bei mir. Fast hätte der Plan geklappt. Ich hab selber nicht gecheckt, Digga. Also, wenn du in Red Light kommen möchtest, dann musst du erst Prospect werden. Ich weiß nichts, ob du das weißt. Nee, ich verdiene genug. Ich verdiene genug, als ich muss nicht noch in der Schwarzbaustelle arbeiten. Ach so, okay. Ich überlege, wohin bringe ich dich? Wallah, ich hab's nicht für. Ich hab's erst später gecheckt, dass das Ding ist, Jafar. Wohin bringen wir dich, Farud? Komm, wir bringen dich mal zu einem schönen Ort. Heide, einsteigen, heide weiter, Jungs. Habt ihr Jafar eingepackt? Natürlich. Hast du mich vorhin gehört, Luis? Das ist FIB, Jungs, ne? Hört ihr nicht? Lambo und Dings ist FIB. Einsteigen, Jungs, und mitkommen! Hier sind zu viele Cops! Hm.
Bruder Jaffar, zusammenbleiben. Jaffar hat alles gefickt. Jaffar hat alles gefickt, aber einsteigen schade, unsere Jungs, einsteigen und weg. Warum hier, Heide. Komm. Ihr kommt mir hinterher, Name. Heide. Niemand hat's gecheckt, Bruder. Das war ja das. Okay, wenn der eine da auf dem Stein nichts mitkommen möchte, hat er Pech. Ich hab das selber erst voll spät gecheckt. Ja, okay, dann bleib da und heul wie ein kleines Kind, Heide. Ich möchte, dass er sein Handy behält und vor meiner Nase irgendwas macht, Heide. Ja, sollen die doch. Sollen die doch. Halt die Fresse jetzt, Cousin, Alter. Du gehst mir richtig auf die Sack. Hey, das Problem ist, ich sag ehrlich, ich hab schon so auf Polizei gefunkt, aber diese Bastarde kommen sowieso nicht. Ja, Forward, ich weiß, also weißt du, die Cops gehen mir auf den Sack und ich wollte dich eigentlich dazu benutzen, die Cops zu picken. Hast du eine Knarre dabei? Ja. Hast du dabei, ja? Und ja, du schießt gegen die verfickten Cops, sonst fick ich dich jeden Tag, hast du verstanden? Lass die, ich schwöre, ich bin dabei, lass die Bullen jetzt ficken, wallah. Ich hab die Schnauze voll. Ja, ihr kommt mir jetzt alle hinterher, alle kommt hinterher und dann knallen wir die Cops weg, okay? Habt ihr verstanden? Ah, Polizei kommt, wallah, Polizei kommt. Ich weiß. Ich hab denen geschrieben, wenn ihr jetzt nicht kommt, dann fick ich eure Freundinnen. Anscheinend hat die das ziemlich bedrückt. Ey, das kann doch nicht sein, Alter. Walla, Polizei ist gekommen, Mann. Ey, Jungs. Lass sie durchfahren, lass sie durchfahren. Okay, gib Kickdown, geradeaus, geradeaus, Seite. Bitte einmal alle Fahrzeuge rot. Hey, fahrt gescheit! Ich nicht das Feuer auf sie öffnen. Hey, die schießen! Fick die weg, Toni! Nicht auf mich! Nicht auf mich, ich bin unschuldig, du Hund! Wir liegen auf dem Dach. Bruderherz. Bruderherz. Bruder. Bruder. Scheiß drauf, Bruder. Wallah, scheiß drauf. Egal, egal, mach das Thema gar nicht auf. Nokia, Bruderherz, ich küsse dein Auge. Vielen, vielen Dank für deine 5 geschenkten Subs, Bruder. Ich würde mich noch mehr freuen, wenn es gewisse Polizisten gibt, die nicht einfach mich auf mich noch weiterschießen, obwohl ich eine Leiche bin, du Hund. Ah, jetzt fliege ich sogar noch raus aus Auto. Ihr habt alles erreicht. Ihr habt mich einfach gefickt. Yo, das gibt's doch nicht, ja. Oha, Bruder, was machst du? Bruder, vielen Dank für deine 15 Abos, ja? Ja, mein Bruder ist schon. Mein Bruder. Aha, wir haben einen Ehrenbruder. Wir haben einen Ehrenbruder. Nokia. Ich küsse dein Herz, Habibi. Wallah, dankeschön. Du musst... Bruder, wallah, hör doch auf, Mann. Bruderherz. Nokia, wallah, wir haben es verstanden. Aber, mach hier Sendepause, wallah, Bruderherz. Weil ich habe gerade diese Polizei hat mich gerade abgefuckt. Vielen Dank, Habibi. Ich küsse dein Herz, wallah. Vielen, vielen Dank, Bruderherz, dass du das gemacht hallo, hast. Hallo, hallo, hallo. Hallo. Vielen Dank, ich küsse dein Herz, hallo, Bruder. Was ist hier los? Vielen lieben Dank. Oh, fahr Krankenhaus, fahr Krankenhaus, bitte. Aha, wir kommen noch raus. Ich küsse dein Herz, Habibi. Mein Bruder wurde erschossen, ja. Danke für den Support, Bruder. Ja, was ist dir passiert, Mann? Ich werde auf jeden Fall auch an dich denken, wenn ich meinen dritten Monitor hole. Was ist dir passiert? Nichts, ja. Die Red Lights haben meinen Bruder entführt, den Farud Gangbang. Farud, oh mein Gott, Digga. Wenigstens sind wir entkommen. Ich bin dann zu den Cops gegangen, ne? Mhm. Ich hab zu denen gesagt, die sollen mal schnell mitkommen, weil ich hab die ganze Zeit verfolgt. Ich hab die ganze Zeit vielen Dank, verfolgt. Habibi, für deine 20 Subs, Wallah. Vielen, vielen Dank für deinen Support, und Bruder. Und die haben dann Fahrrad entführt. Nur dank dir werde ich wieder ein Nokia-Handy kaufen. Und die Cops haben die gefickt, ja. Ja, das ist gut, mir geht's gut. Stimmt, Bruder, Hakan. So gesehen haben wir jetzt Red Light gefickt. Ah! Jungs, wir haben Red Light gefickt. Wir haben Red Light gefickt, Jungs. Ja, das ist okay bei dir. Ja, bei euch? Ja, sorry, wie fährst du? Ja, ich musste zum Dispatch. Hilf dir mal, hallo. Aber los das bitte. Wir haben Red Light kaputt gemacht, Digga. Wir haben es geschafft. Dringend. Was passiert? Er wurde erschossen, ja, von den Red Lights.
Albaner, das ist gar nicht so einfach. Ja, Bruder. Alles klar. Ja, ich komme mit NF. Ja, warte. Ja, alles gut bei Ihnen. Ja, Bruder, die Polizei hat auf mich geschossen, diese Bastarde. Scheiße, ja. Wir sind hier nicht sicher vor der Polizei. Polizei. Okay. Farid, komm her, Farid. Brauchen Sie eine ärztliche Behandlung noch, der Herr? Medic, würden Sie sich meine Schulter anschauen, ob das wirklich sehr gefährlich ist? Schauen Sie mal bitte. Hm. Hör ich einmal. Ja, normalerweise würde ich sagen, lass uns erstmal zum Krankenhaus. Müssen Sie einmal bei mir einsteigen. Dann fahren wir einmal zum Krankenhaus und kontrollieren die Kollegen Sie vor Ort da, ja? Könnten Sie nicht meine Schulter einrenken? Der Drill Shisha, wie das RP Japalum, der Dick, der klatscht mich mit einem Schlag vom Motorrad auf den Boden. Ach, das warst du! Alles klar, dann Bruder, jetzt, das ich küsse dein Herz, Bruder. Vielen Dank für deine 5 Euro. Ja, alles klar. Ich habe jetzt einen Dick noch. Okay, ich werde Ihnen jetzt Schmerzmittel mitgeben. Okay, Medic, danke schön. Sie sind der Beste. Was ist Ihre Glückszahl? 253. Okay, alles klar. Perfekt, ausnahmsweise wirklich. Sonst müsste ich sie mit ins Krankenhaus nehmen. Ich muss jetzt dringend los. Da war alles klar. Da muss ich hin, ja? Vielen Dank. Gute Besserung, der. Dankeschön, Ihnen auch. Ciao, ciao. Ciao. Steig ein, Jungs. Steig ein, Bruder. Schnell, Vartolo. Ich kann nicht einsteigen. Wartet. Abo. Nein! Ich wollte gerade Alessia entführen, Digga. Ja, siehst du, Bruder, jetzt, wir haben geschafft, Red Light Crew auseinanderzunehmen, aber Polizei hat gerade schon ein bisschen reingeschissen. Egal, wir müssen Alessia. Hauptsache Alessia geht's gut. Jungs, hört ihr mich? Okay, dann halt nicht. Der hat sich im Kofferraum versteckt. Okay. Hallo. Hey Bruder, steig mal kurz aufs Auto aus. Hallo? Hallo, was ist das, ja? Kopfschmerzen, Bruder, Kopfschmerzen. Sehr brachiale Streams, ich danke dir, Habibi. Ja, wir wollen, Bruder, aber es geht gerade nicht, weil Kopfschmerzen ist. Wir wollen hin, aber es geht gerade nicht. Hey Bruder, steig mal aufs Auto aus. Ah, jetzt steig ein, schnell. Schnell. Warte. Schnell. Farid? Ja. Weißt du, wie du entkommen bist? Wie denn? Wallah, billah, dank mir. Bruder, ich küsse dein Herz, Alter. Ich hab euch verfolgt, ne? Und ich hab gesehen, wie sie dich eingepackt haben. Und ich bin dann zu den Cops gegangen. Ich hab gesagt, Geiselnahme, was weiß ich. Wallah, billah. Die haben alles geglaubt, die haben dich gerettet einfach, ja. Aber Bruder, ein bisschen auch abgeknallt. Jetzt schauen wir mal, wie das ist, wer da alles noch ist. Ich glaube, die sind alle weg, ja. Ah, da sind die, da sind die. Oder nee? Doch. Fabiano, Bruder, vielen Dank für dein Abo. Ich küsse dein Herz. Uff, lass ihn lieber noch. Eine Heli nehmen. Dann langsam, Land! Hey, wo sind hier, liegen alle? Wer liegt nicht? Wer liegt hier nicht? Ich hab geballert. Wer liegt hier nicht? Wer liegt hier nicht? Bruder, mach mal dein Helikopter auf. Ja, ich schick dir die. Mach mal deinen Kofferraum auf, komm. Schnell, mach auf. Nein, mein Lieber. Bruder, komm, mach jetzt deinen Kofferraum auf. Dieses Mal nicht, mein Lieber. Komm, Bruder, mach jetzt keinen Scheiß, ich brauch den Koffer, den Helikopter. Hör mal, ihr braucht den immer, ich kann euch keinen Helikopter geben, mein Lieber. Ja, da liegt noch einer, hol dir mal. Toni ist da, wir müssen denen helfen.
Scheiße, wie holen wir Toni raus, Alter? Links, links. Schau links, unten. Ah, ja. Schnell, wir müssen den Bruder helfen, damit wir den einpacken. Warte. Nein! Officers, es tut mir leid, ich wollte sie nicht überfahren. Ich werde die Leute herrufen. Officer, halten Sie durch. Officers, da liegt noch ein Verletzter auf. Ich habe ihn aus Versehen überfahren, Herr Officer. Hallo? Die sind weg. Guten Tag, Herr Officer. Wunderschön. Mahlzeit, die Herrschaften. Kann ich Ihnen helfen? Nee, ja. Alles gut. Alles super, ne? Ey, Fahrrad, ne? Ja. Ne, wie geht's dir, Ronny? Ja, dem geht's eigentlich gut. Entfährt er Bruder, sich halt, halt deine Waffe bereit. Halt deine Waffe bereit. Tom. Ja, aufpassen, da liegen welche, ja? Ja, alles klar, Mann. Was ist denn passiert? Ja, die haben, kennst du ja, ne? Ja, Alter, das ist scheiße, Mann, ich weiß. Kannst du mir einen Gefallen tun? Kannst du vielleicht einmal außen nochmal einsteigen, bitte? Ja, alles klar. Bitte. Also. Kopfschmerzen, ja? Du nimmst den rechten, ich nehm den linken. Ich nehm den linken. 3, 2, 1, warte. Und go. Na, das ist ein bisschen lang. Steig ein. Oh mein Gott. Steig ein, los. Steig, Beifahrer. Du musst Fahrer, los. Schnell. Cousin, ich kann nichts machen. Ich komm gleich, Cousin, warte. Das war dafür, dass ihr mich abgeknallt habt. Keiner fickt mit Fahrrad. Ich kann nicht fahren. Es geht nicht. Bruder, Launch Control musst du aktivieren und aus. Bruder, komm ins andere Auto, ins andere. Los, schnell. Schnell, beeil dich. Fahr weg. Ah, das ist euer Ernst? Das hat einen Platten. Ey, warte, Bruder. Fahr zurück, schnell, bevor Polizei kommt. Cousin, ich muss dich kurz stehen lassen. Warte, es tut mir leid. Ich muss kurz hier weg. Fahr. So, jetzt beeil dich. Warte, nimm du sie, schnell, lass mich fahren. Schnell, nimm sie, schnell! Schnell, Bruder! Fahr, steig ein. Ach, Bruder, Wallah. Fahr weg. Fahr schnell. Im Just Streaming, Bruderherz, vielen Dank für dein Abo. Und Fabiano, auch dir, Bruderherz, vielen lieben Dank. Bruderherz, das war gerade. Ja, fahr jetzt erstmal in die Stadt. Alessia! Seid ihr ein bisschen überfordert oder warum seid ihr so angespannt? Ja, du hältst jetzt erstmal die Schnauze. Nein. Keine gute Idee, Farod. Ja, da hast du jetzt Pech gehabt, Mädchen. Jetzt bist du doch wieder bei mir. Alessia. Ja. Ich will ein bisschen Spaß haben mit dir, danach gebe ich dich wieder zurück, tamam? Wirst du nicht haben. Werde ich haben, mach dir keine Sorgen. Nee, wirst du nicht, glaub mir. Okay, chill bis hier. Fahr mal kurz hier irgendwo rechts ran. Okay, bleib mal kurz stehen. Warte, steig aus Autos, das ist alles ja in... Ich kann nichts machen, ich hab... Ja, ich weiß, dass du anscheinend hast, aber... Du müsstest in den Kofferraum einsteigen können. Kannst du einsteigen? Oh, perfekt. Okay. Alles klar, Bruder.
Die kann eh nicht funken, die hat kein Handy, die hat keine Handschellen, die kann nichts hergeben. Jawohl, Bruder, Alessia haben wir jetzt. Ey, es tut mir so leid an die Officers, dass wir euch abknallen mussten, aber ihr habt mich auch so oft gefickt, Digga. Jaffa ist tot, Bruder. Jaffa ist tot. Jetzt müssen wir es klug machen, warte. Ich hab jetzt eine Idee, Okay, Bruder, ich lass dich jetzt an der Garage ab und dann hole ich noch Jaffa. Hallo. Du musst bei Alessia bleiben. Warum? Mann, ist Sikim, ja, wie fährst du, du Hund? Digga, fahr, warum hast du dich gewartet, ja? Ach so, du hattest Kopfschmerzen, Alter. Das ja. War, bist du gerade gefahren? Ja. Steig ein, da ist einer von Red Light, Bruder. Schnell, steig ein. Farod, du musst Dings holen, ja, Jafar. Ja, Bruder, ich sag ja, wir müssen Jafar jetzt holen. Jetzt müssen wir erstmal kurz zur Garage. Wir gehen aber nicht Red Light Garage. Tamam. Und hol noch Reparaturkits. Ey, Bruder? Ey, Bruder? Mit dem ich gerade einen Unfall hatte. Ja. Wie schnell bist du mir reingefahren? Keine Ahnung. 100? 120? Ehrlich? Ich glaube schon. Warum hat mein Auto keinen Kratzer abgekriegt? Das Auto ist ein Panzer, deshalb. Ach so, ah, okay. Alessia, bist du noch da? Ja, ich bin noch da. Okay. Alter, hier können wir auch nicht hin, hier sind Leute. Aber ich krieg hier gleich keine Luft mehr. Ja, alles gut. Behalt es, bitte. Ja, ja. Wem gehört das Auto, Alter? Das ist ja richtig geil, Mann. Wallah, keine. Das ist meine. Okay. Jetzt ist gleich eine schöne Sonnenwende. Nach der Sonnenwende treffen wir uns hier, meine Lieben. Okay, Alessia, du kannst raus. Komm mit. Kann nicht laufen. Geh vor. Die Metronbahn müssen mit Alessia, ja, sollen die doch, alles gut. Und was soll ich machen? Alessia, kannst du deine Waffen und alles ablegen? Nein. Okay. Dann warten wir kurz bis nach der Wende. Mhm. Oh, okay. Hallo, mein Schatz. Aber Musti lebt noch, oder, Chat? Hallo. Du erwartest nicht dem Ernst gerade eine Antwort, oder? Ich bin's, musst du, ja? Mhm, hättest du gerne. Ist er dein Vorbild? Nein, ich das bin ja... Das freut mich. Ich bin ja höchstpersönlich, ne? Mhm. Glaube ich nicht. Chill. Was für Tanzen, Bruder. Wir haben viel Besseres vor. Wir haben jetzt wieder Alessia, das ist... Jaffar, Bruder, geht's dir gut? Ja, ich bin Notfallmedik aufgewacht, Bruder. Was passiert? Ich bin hier, Bruderherz, schau mal, weißt du, wo die Theatergarage ist? Ja. Ja, komm da hin, Bruder, nach der Wende. Okay, bis gleich. Alles klar, bis gleich. Ja, jetzt ist sowieso Server down, Digga. Jetzt ist Server down. Wieso geht das nicht, Digga? Musti hat alle Cops getötet. 5M ist echt los, Bruder. Schau mal an, ich komm gerade hier nicht raus, ne?
Warte, mir hat man gesagt. Task Manager. 5M. Task Manager beenden. Ah. Passt doch. Ey, Sascha, oder wer war das gerade, wo den Clip reingeschickt hat mit Ding? Mit wo ich Polizei überfahre. Schick mal das kurz bitte rein. Wenn er nach Wiederbelebung die Cops umbringt. Oh, das ist eigentlich nicht gut. Ja, das ist... Was für 5? Sons of Anarchy auf jeden Fall beste. Ja, schick. Muss die Aimbot. Und schick noch das rein, wo ich die Bullen überfahre. Das will ich auch sehen. Solange Server Restart ist. Dein Moment, ich spreche mich mit dem Kollegen mal ab. Gibt's da was da unten oder was? Uff. Ey Jungs, wo seid ihr, Mann? Alter. Warum höre ich keinen, Alter? Nein, wichst du hier. Ja, stabil, Bruder. Ey, steig ein. Ich bin da, wenn der Kuh. Yeah! Du musst rennt, drei, rennt weg, rennt weg. Rennt weg. Dein Moment, ich spreche mich mit dem Kollegen mal ab. Bruder. Das hätte ich auch hinbekommen. Richtig, wir haben keine Angst vor Red Light. Einen, Aslanum Benim. Ich zeig euch was krasseres, Digga. Schickt mir mal den Clip rein, wo ich den Bullen umgefahren hab. Das ist krass, Digga. So macht man das heute. Schickt mir mal den Clip rein, Bruder. Ich zeig euch jetzt, wie das richtig geht. Ihr könnt nicht, das können nur Mods oder Ding, VIPs machen. Ja, wir haben auch ein Gold. Ja, Sascha, poste mal bitte. Ja, wir haben auch ein Gold. Ja, Sascha, poste mal bitte. Ich poste doch rein, Lan. Hamdorsen, Bruder, mir geht's gut, wie geht's dir? Ist Server wieder online? Nein, noch nicht. Farod sucht Anlagenmechaniker. Nein, Bruder, nicht das. Ah, doch, doch. Scheiße, wie holen wir Toni raus, Alter? Links, Farod, schau links. Jetzt schaut, das ist... Schau links. Oh. Bruder, Amen kann jeder, aber jetzt schaut, gebt euch das, Digga. Ah, ja. Schnell, wir müssen den Bruder helfen, damit wir den einpacken. Warte. Nein! Das ist das Wahre, Bruder. Ey, dieser Polizist ist so ein Idiot. Schaut mal. Ich gehe nach rechts, er geht nach rechts, okay. Danach gehe ich nach links, dass er vorbeilaufen kann. Warte. Und der Idiot zieht jetzt da nach links. Schaut mal. Wer ist da schuld? Nein! Ist nicht meine Schuld, Bruder. Server online, okay. Ja, Bruder, Musti wird sowieso nicht die Meta-Information zu sich nehmen. Ich kenne ihn. Der wird das sowieso nicht machen. Alles gut. Ja, okay, Halit, mach ich. Whitelist, ich glaube, Whitelist ist immer noch offen, ja? Hä?
Der Kollege soll mal hier aufhören, mit der Waffe zu zielen. Hä? Was soll das? Was mit dem Herrn da auf der Motorhaube? Weiß ich nicht. Den kenne ich nicht. Der ist hier gerade, glaube ich, aufgewacht. Kommst du mal dann, gerade einen Moment. Einmal Handschellen dran machen. Einmal Handschellen dran machen. Jungs, kann ich euch noch helfen oder? Können Sie mich da, ja, können Sie mich da vorne abhelfen? Sir, ist das einer von Red Light? Ja, komm. Ja, den anderen auch versetzen, komm. Wohin? Herr Officer. Ich glaube, der gehört nicht zu denen. Ich war eigentlich ganz woanders. Ja, bin ich. Ich auch, Sir. Ich war auch woanders. Ich weiß gar nicht, was ich hier mache. Auch. Wir müssen alle ins Support-Boot. Wir waren alle nicht hier. Einer davon ist Officer, der Oberkörper frei, weiß ich nicht. Wir müssen ja, ich bin... Ich... Wer sind Sie? Wir sind gefickt. Wir waren alle nicht hier, Digga, ja. Alle von Red Light Crew Support. Der beste Bodyguard, ja. Warum bin ich hier am Rachim, ja? Die sagen alle, die wären gar nicht erst hier gewesen. Nee, ich war auch nicht vor hier. Der Wende. Officer, boah, ich weiß jetzt nicht, wie wir das machen. Warten Sie mal. Ja, ich muss trotzdem Handschellen dran machen, meistens. Ja, aber ich war eigentlich ganz woanders. Also ich bin schlafgewandelt in nach der Wende. Ich bin hier schlafgewandelt. Warum habe ich Handschellen? Weil der Oberste, der es gerade gesagt hat, Jungs, ich habe auch Handschellen. Wenn ihr nichts gemacht habt, dann ist alles gut. Ja, aber sie halten uns auf, wir haben Arbeit, wir haben zu tun, Officer. Lassen Sie mich mal hier weg. Kaido, danke schön für deinen Euro, Habibi. Ich küsse dein Herz. Wir sind Bauarbeiter. Ich muss auch zum Support, oder? Wir haben ein Bauunternehmen. Ich bin gefickt, Digga. Ich muss den Support. Merke, Sie sind ein sympathischer Typ. Sie verstehen das. Nicht so wie der allen anderen. Herr Officer, wie soll ich Ihnen das sagen? Sie verstehen mich ja, ne? Sie können mir die Handschellen abnehmen. Ja, genau, mir auch. So, jetzt nochmal. Ich hab nicht ganz mitgekriegt, was. Weil der Funk so laut war. Was ist? Sir, wir waren nicht hier. Also, ich war auch nicht hier. Ich verstehe nicht, was ich hier mache. Ich check grad ab, ob ich Support muss. Ich hab grad geschrieben. Warte mal, da kommt jemand. Hörst du mich? Ja. Wir kommen jetzt, tschüss. Du bist der Junge, Alter. Ja, ich. Weil ich ins Ziel gekommen. Problem ist, die waren nicht hier, weißt du? Die waren nicht hier. Wie meinst diese du? Drei. Weiß ich nicht. Ja, der war der im blauen Easy oder was das war? In grün. Also, ich und der zu mir links, wir, ich glaube, wir dürften eigentlich gehen, Herr Officer, weil wir sind hier schlafgewandelt. Okay. Ja, der Kollege auf jeden Fall, der war in seinem grünen Easy, der war. Der links, ja, der links und ich, wir sind hier schlafgewandelt. Jafar, bei dir weiß ich jetzt nicht, Bruder. Ich war auch nicht hier, Bruder. Warst du auch nicht hier? Nee, ich war 24-7. Ah, okay. Ja, ich habe die auch nicht hier gesehen, eigentlich. Ich weiß nicht. Aber, ja. Nee, ich glaube echt, die waren nicht hier, alles gut. Okay. Könnten Sie uns dann die Handschellen abmachen, Herr Officer? Und uns ein Fahrzeug geben, bitte. Das können wir nicht machen. Nee, Fahrzeug nicht, alles gut. Okay. Rest kläre ich. Nee, mach das. So, dann gehen wir wieder schnell weg hier. Ja, danke. Komm mal die Drecksweste da aus, Bruder. Jaffa, wo warst du? Wo ist Alessia jetzt? Warte. Jaffa, komm mal her, wo warst du? Jaffa! Oh, Jaffa! Ja, Bruder. Wo warst du? 24-7. Welche 24-7? Bei Unicorn. Okay. 15 und 58. Alles klar, warte hier. Okay.
Ja, und alles hier weiß ich jetzt nicht, Digga. Warte. Von wo kommt ihr denn? Hört ihr mich? Wir sind vom Himmel gekommen, ja. Was für ein Himmel? Wir waren im Paradies und... Alles gut, wir sind einfach hier. Mach dich ab, du... Achso, du bist einer von uns, ah. Ja. Voll vergessen. Warte kurz, Bruder. Warte, alle sind jetzt Support oder was? Das kann's doch nicht sein, Digga. Bruder, das Problem ist, wenn ich jetzt alles hier hole, Toni und so sind, glaube ich, alle schon im Support, oder? Ich habe jetzt gefragt, ob ich auch gehen muss von Highway. Aber ich habe bis jetzt keine Benachrichtigung bekommen. Warte, ich schau mal kurz. Oh, Alter, Support ist full, Land. Support ist full. Ja, Alessia ist auch Support, okay. Ja, Jungs, wir gehen erstmal weg. Wir kommen gleich da. Ich werde auch Alessia dann hierher bringen. Die ist in diesem Raum. Die kommt später raus. Okay. Bis jetzt ich noch nicht. Ich ruf dich ja nochmal an, ne? Alles klar. Ich hab nichts falsch gemacht. Ich weiß nicht, es kann sein, vielleicht wegen, weil wir auf die Bullen geschossen haben, ja? Nee, es muss nicht sein, es gibt kein Hate auf die Bullen, es muss nicht sein, dass Polizei das gemeldet hat. Es kann auch sein, dass Admins gerade in der Luft waren, das gesehen haben oder, dass die vielleicht einen Stream gesehen haben oder so. Ich glaube, das war wegen der 24-Stunden-Regel. Oder es kann auch sein, wir gehen mal vom Guten aus, dass Polizei einfach geschossen hat. Aber ich bin mir nicht sicher. Nee, nicht wegen Umfahren. Das war ja aus Versehen, Digga. Das war aus Versehen. Da kann ich ja nichts dafür, Digga, wenn er mir vors Auto springt. Obwohl ich da links ziehe. Aber was ich jetzt machen soll, ist die Frage, Digga. Ich melde mich. Warte, ich schreib mal kurz nochmal. Ja, okay. Alles gut. Boah. Ich glaub, die haben mich gerade mitgenommen, Mann. Die haben mich gerade mitgenommen. Was machst du, Bruder? Alles gut, Bruder. Es scheint gerade ein bisschen... Ey, Cousin, bist du das? Ja, Cousin. Die Lage ist schwierig. Ja, Cousin, wir müssen, glaube ich, mal warten, bis die Jungs da... Ja. Bis Alessia aus dem Haus rauskommt. Hattest du Alessia oder was? Ja, Bruder. Nein. Die Gelegenheit ist sehr stark gewesen, muss ich sagen. JK Ramo, ich danke dir für dein Abo, Bruderherz. Nein, Bruder. Ah, doch, ich hab in meinem Auto. Hallo? Ja? Ja. Ihr schreit, Jungs, also man hört euch laut. Was geht ab, du Panther? Ja, alles fit bei dir? Ja, bei dir? Hör mal, ich hab gehört, ihr habt Stress mit RLC. Grüße aus Göppingen, ich küsse dein Herz, Bruder, grüße zurück. Ja, weil die haben gesagt, die haben euch gefickt. Ja. Ja, ich wollte dir das nur sagen. Tuana, Bruder, schlaf gut. Allah Ratuk, pass auf dich auf. Wir haben einfach zwei Cops erschossen, ja. Ja, Bruder, aber was willst du machen, Alter?
Die schießen immer auf uns, Alter. Jetzt dürfen wir doch einmal wohl auch auf die schießen. Ja. ADM, Sonny, lock mal aus und komm in den Support, bitte. Meint der mich? Aber Nakoim, ich muss auch in Support, ja? Scheiße, Digga. Ey, Bruder, ich bin gleich da. Fahr so lange rum mit dem Turus. Okay. Scheiße, Digga. Ich bin gefickt. Grüße aus Frankfurt. Grüße gehen zurück, Bruderherz. Twitch Gang, danke schön, Habibi. Bruder, was soll ich jetzt machen? Ich muss jetzt Stream muten, Jungs. Wartet kurz auf mich. Ich muss kurz muten, dass ihr Bescheid wisst. Ja, ihr betet für mich, dass es inshallah gut ausgeht.
Hallo, hallo. Hört ihr mich? Also. Wer auch immer. Warte, es hat einer kurz abonniert. Das muss ich auch vorlesen, glaube ich. Ah, nein. Das ist Jasko, 69 Bits. Dankeschön, Habibi. Das Problem ist, wer auch immer gerade abonniert hat, sage ich. Wer auch immer sagt, die mit denen vom Bande kann man nicht reden, der Support ist scheiße oder sonst was, dann sage ich euch jetzt was, Jungs. Ich schwöre auf alles, in einem anderen Server hätten die mich richtig zerstört. Hätten die mich richtig zerstört. Weißt du, was der Bruder gerade gesagt hat? Die sagt, Bruderherz, pass auf. Das, was ich gemacht habe, war falsch. Wisst ihr, was falsch war? Ich sag euch das. Bruder, jetzt mach Abo-Chat aus. Ja, scheiß drauf, die Jungs können reinschreiben. Die wollen free Farut schreiben und so. Alles gut. Ich hab die Bullen RDM'd. Aus diesem Grund, es war ein Fehler. Ich sag euch, was Fehler war. Also macht das bitte nicht nach. Die haben mich abgeknallt. Diese kleinen Schmarotzer. Die haben mich abgeknallt auf RDM-Basis, obwohl ich gesagt habe, in 24, 35 Reichweite knallt mich nicht ab. Aber haben die trotzdem gemacht, kann man nichts machen, ist halt jetzt so passiert. Dann hat mich Medic wiederbelebt und ich bin dahin gegangen und habe die dann abgeknallt. Das ist erstens Bruch von 24-Stunden-Regel und zweitens, ohne Ansage bin ich da so hingegangen und habe die gleich aus dem Nichts abgeknallt. Das sollten wir natürlich nicht machen. Und dann hat jetzt Sonny gesagt, der Bruder, ja, macht das nicht und so dies, das. Er hat auch recht, ich sage euch ehrlich, er hat auch recht, das sollten wir nicht machen. Ich mache jetzt den Stream noch zu Ende und danach rede ich nochmal mit den Jungs, ja. Die haben jetzt so gesagt, so nach dem Motto, so Verwarnung. Nein, ich habe keinen Bann. RDM ist, Bruder, wenn du einfach gehst und ein Typ ohne Ansage, ohne nichts direkt abknallst. Was gefühlt die Polizei bei mir immer macht, aber ist egal, Bruder. Ich möchte nichts jemandem vorwerfen. Es kann auch sein, dass als erstes einer von Red Light geschossen hat. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ja, Bruder, das mit Alessia hat sich jetzt erstmal gegessen, Digga. Obwohl es gerade echt geil war, ja. Ja, das ist gerade ein bisschen scheiße geworden, Digga. Scheiße, Digga. Schade. Sağlık olsun, einen Muri. Ich küsse dein Herz, Aslanım benim. Hey Bruder, fahr mich mal bitte zum Shop. Ich muss mich umziehen. Einen Halit, wenn nicht heute mit alles, ja dann morgen. Farut. Ja. Bleiben wir eigentlich so, also unser Dresscode oder? Bruder, das machen wir morgen mit Halit, müssen wir uns einen neuen Dresscode einfallen lassen. Ey Bruder, okay. An dieser Stelle, ich küsse dein Herz, wallah, du bist von Anfang bis Ende immer da. Du bist echt ein loyaler Typ, ich mach dich auf jeden Fall zu einem Rang hohen, Alter. Ich küsse dein Herz, nee, alles so, gut. So, und jetzt rede hier nicht so viel und fahr mich zum Kleidungsgeschäft. Komm, du kleiner Streuner. Nee, Bruder, ich fahr nicht mal. Farut, was ist jetzt mit Alessia? Ja, Bruder, Alessia geht's gut. Abend, okay. Guck hier, ey, hier Lambo-Fahrer, nimm mal den Werner mit. Wer ist der Werner? Der hier mit der Alien-Maske. Wir haben keine Zeit für so Streuner wie der Werner. Ey, der ist Freund, man hält ihn doch mal ein bisschen. Nee, der Werner. Sei mal nicht so fresh, nimm den doch mit, Mann. Nee, du, ich hab keine Zeit für seinen Schmutz. Mach doch zusammen ein Feature. Jesus, Ken, dankeschön, Habibi. Vielen Dank für dein Abo, Bruder. Ey, Werner. Werner, steig einfach in den Lambo ein. Lass gehen, Steig in den Lambo ein, Werner. Alles gut. Ey, mach mal Platz, Alter. Ja, Bruder, können wir nichts machen, Digga. Ja, ist halt jetzt leider dumm gelaufen. Scheiß drauf. Oh.
Was meint ihr, Jungs, die Jacke? Motachib, dankeschön auch dir, Habibi, für dein Abo. Ich küsse dein Herz. Diese Palm Angels Jacke sieht doch nice aus, oder? Müll, aber nachkommen. Warum hatet ihr so? Ja, dann halt nicht. Da will man euch mal was vorschlagen. Boah, Supreme. Gut, auch nee. Oder man kann euch auch nichts recht machen, ha? Gar nichts gefällt euch. Sieht doch geil aus, Supreme. Fake Supreme, ha? Ja, da fängt schon der eine an mit Fake Supreme. Boah, das sieht geil aus, Jungs, mit den Schuhschnitten. Schnecke, wie gehst? Achso, nee, ich suche. Was suchst du, mein, was suchst du, Schnecke? Mein Schneckenhaus. Oh, komm, ich hier bei mir Schneckenhaus. Komm her, komm her. Okay, das ist aber geil. Off-White. Das ist geil. Das ist geil. Ja, endlich. Endlich. Konnte man euch doch noch was recht machen. Ja, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Hallo, fahr, hallo. Ja, das sieht boah, das sieht echt nice aus, Lan. Doch, das sieht geil aus, die. Yalla. Ey, Bruder. Okay, Bruder. Brille habe ich schon. Ah, Manako in mein Teamspeak, ja. Was mit Asche ist, Bruder, ich glaube, ich schaue mir das lieber offstream an, ja, damit es nicht wieder so irgendwelche Fitner oder so gibt. Deswegen schaue ich mir das offstream an. Farod? Ja. Was machen wir jetzt? Bruder, fahr mal. Ja, fahr mal einfach Würfelpack, Bruder. Ich weiß gerade auch nicht, was wir machen können. Einfach zu diesen kleinen Gaunern. Ja, Polizisten. Brauchen Sie auch Aspirin-Verband? Antoine, bist du das? Das ist nicht Antoine. Hat der gerade verpiss dich zu mir gesagt? Junge, wieso bist du so frech? Sei nicht frech. Junge, nix, Stress, alles gut? Okay. Der Bulle ist Ehre. Ja, ist korrekt. Ey, was geht? Ich liebe euch, Jungs. Hör mal, Farod. Immer wenn ich mit dir rede, habe ich Stress, ja? Farod, zeigst du noch Leute? Ey, ist ein Ja, aber morgen mit Halit zusammen. Um wie viel Uhr ungefähr? Ich aber denke 21 Uhr. Ja, Bruder. Tamam. Ich werde da sein. Okay, alles klar. Ja, Jungs. Ich glaube... Gönn mal einen kleinen Taser. Ich darf leider nicht rausgehen, das tut mir wirklich leid. Gibt so ein bisschen mehr Probleme als so beim PD dann, ne? Wenn die Justiz das mitbekommt. Alessia ist weg, Digga. Red Light ist alles im Support. Alles ist gerade gefickt, ja. Alles ist gerade gefickt. Ich schwöre. Das kotzt mich gerade an, Digga. Kann ich jetzt auch schon machen? Ja. Darf ich nicht, Bruder? Das darf ich nicht. Hast du mal eine Minute? Ja, klar. Nein, dann kriege ich auch. Guck mal, was war das letztens für eine Aktion? Du sagst, du singst nicht bei den Bullen, du machst dich bei Aliman so lustig und dann so eine Aktion. Ja, Bruder, das Ding ist, ich wollte die Red Light Hops nehmen und da ist mir gerade nichts anderes in den Sinn gekommen, als die Polizei da zu verständigen. Was, Polizei? Nur weil ich einen Joke gemacht habe mit Antäuschen und so,
Ja. Das war ja okay, ich wollte dich nicht reiten, weißt du? Entschuldigung, ja. Entschuldigung. Ja. Wie geht's euch? Was geht, was geht? Achso, das ist Farud Ben. Richtig. Das ist Farud, von dem habe ich gehört, der lustige Mann von nebenan. Möchtet ihr vielleicht ein Auto kaufen? Was für ein Auto? Den Tundra da. Tundra. Nee, Alter, Tundra, das interessiert uns nicht. Der passt zu dir, der finanziert deinen Lifestyle, der zeigt deinen Lifestyle. Nee, Farud, nee, großes das möchte, Auto, nee, großer das, Schwanz, großes Geld. Nee. Hör mal, der fährt einen Taurus, was soll er mit dem Deck? Okay, ihr habt auch recht, ja, Entschuldigung. Das wollen wir nicht. Wir wollen nur Autos im Wert von über 1 Million. Ja, dann verkaufe ich dir den für über 1 Million. Nee, der Gutachten holt da nicht so viel raus. Guck mal, ich sag natürlich. Dir was, Farud. Warte, Gino. Farud, mach dir ein Angebot, den du niemals ausschlagen kannst, okay? Ja, hau mal raus, du kleiner Streuner. Hier, den Wagen kaufst du für 150.000 und du kriegst 150? Eine Frau davor. Und dann kannst du schön, Branko, hast komm. Du hinten sehr viel Platz. Bronco. Nee, du, das passt mir nicht. Verdammt, Mann. Das passt, nee, du bist kein guter Verkäufer. Mir einen Deal, dass ich mir den Wagen kaufen soll. Seit wann gammeln eigentlich Polizisten beim Würfelpark in Uniform? Du machst mir zu schlecht. Der Polizist würfelt doch mal hier. Der ist von der Straße, der Bulle. Herr Polizist. Warte, wenn das dein Modus ist, warum ist der weg? Darf ich mal deine Karre ausprobieren? Bruder, ich Jungs, das fuckt mich gerade ab. Ich geh jetzt mal den Support zu den Jungs. Ey Jungs, ich muss kurz pinkeln, wartet. Ich mach morgen mit Stream weiter, ich muss das gehen und klären, Digga. Es wird sowieso nichts geben. Wir hatten einen RP-Strang, das ist jetzt Pat weg. Können wir nichts machen. Tut mir auf jeden Fall leid, Jungs. Ich werde morgen kommen dafür, ja. Ich wollte eigentlich morgen Pause machen. Ja, CLS können wir morgen holen. Morgen können wir CLS holen. Ich bringe euch rüber. Zu wem soll ich euch bringen? Zu Kianusch? Ja, ich kläre das auch. Der Typ, Alter. Ja, alles klar. Ich bringe euch rüber zu diesem Bruder. Gute Nacht, Jungs. Sagt diesem Bruder liebe Grüße. Wir sehen uns morgen, okay? Zum Musto? Musto hat Supportgespräch, Bruder. Da werdet ihr auch nicht viel mitbekommen. Der wird, glaube ich, auch gleich. Ich weiß es nicht. Deswegen, ich bringe euch morgen zum Musto. Okay, wir sehen uns morgen. Ich küsse eure Herzen. Ich danke nochmal an die ganzen Abos, alle, die da waren. Wallah, ich küsse eure Herzen. Auch nochmal an Nokia, der wieder alle die Zähne gefickt hat, Alter. Vielen lieben Dank. Gute Nacht, Jungs. Wir sehen uns morgen. Schlaft jetzt aus. Geht schlafen, Ollem. Es ist 1.32 Uhr. Was seid ihr überhaupt noch wach? Morgen ist Schule, Arbeit, was auch immer. Hade, macht's gut. Gute Nacht. Ich küsse eure Herzen, Jungs. Ciao.